Herzlich willkommen beim Spielwareninvestor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer, denn jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Lego-Team-Talk-Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's talk about sets, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about sets. Und heute mit dabei sind der Stefan, der Robert, der Kevin, nach langer Abstinenz mal wieder der Schommi. Und neben meiner Wenigkeit haben wir heute noch eine neue Stimme zu Gast. Der Ben ist da. Ben, herzlich willkommen. Und ich würde fast sagen, damit alle wissen, wen sie vor den Audio-Endgeräten jetzt neu dazugekommen haben, stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin der Ben. Ein paar wenige kennen mich vielleicht noch vom Blauen Pin-Podcast, vom Kevin, vom Profi-Nerd. Und nachdem er mich jetzt irgendwie verlassen hat, wurde ich einfach vom Thomas gefragt, ob ich mal hier dabei sein will und habe gesagt, ja, klar, sicher. Und hier bin ich. Ja, cool. Herzlich willkommen. Ich versuche jetzt um die frühe Uhrzeit noch nicht in die Tiefen eures Beziehungssituation da einzusteigen. Das machen wir heute in 2-3 Stunden Lembo dann zum Schluss. Okay. Okay, also ihr könnt, könnt ihr jederzeit hier auch die Bühne nutzen, also habe ich kein Problem. Ein bisschen Sex und Crime ist immer ganz zuträglich. Ja, cool, also herzlich willkommen. Und was habt ihr heute alles von uns zu erwarten? Wir haben jetzt ja relativ lange pausiert aus verschiedenen Gründen, aber es steht einiges an zu besprechen und wir harren natürlich auch der Dinge, die jeden End November auf uns zukommen. Da werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Es wird ein neues Projekt 1000 geben und wir warten alle schon dann auf die Auswertung der beiden letzten Jahre. Die wird dann in der nächsten Folge stattfinden. Ja, ich freue mich und wir haben ein paar Sets zu besprechen. Das neue Modular ist vor kurzem veröffentlicht worden. Wir haben einen großen Avengers Tower. Wir haben eine Almhütte. Wir haben eine Libelle. Wir haben einen Orient Express. Aber wir haben natürlich auch eine neue Minifiguren-Serie. Und genau, da freue ich mich auf eure Meinungen. Bevor wir aber jetzt zum Thema Lego kommen, erstmal das Leben und ich. Das heißt, es wäre schön von jedem von euch ein kurzes Statement zu bekommen. Was passiert in eurem Leben gerade außerhalb der dänischen Klemmbausteine? Schommi, du warst so lange nicht dabei. Ich würde dir erstmal das Feld überlassen. Ja, okay. Moin, moin. Leben und ich grundsätzlich alles gut. Aber sehr, sehr viel unterwegs gewesen die letzten Monate. Wenn ich so drüber nachdenke, August viel unterwegs gewesen, Gamescom, dann ein bisschen Urlaub und die letzten Monaten auch ständig irgendwie von einer Woche nach der anderen. Deswegen viel zu wenig Zeit gehabt, hier wirklich viel Lego-Dinge zu tun. Aber grundsätzlich alles gut, kann mich nicht beklagen. Wäre gerne in Scareback dabei gewesen, aber da bin ich irgendwie, kurz danach musste ich nach Amerika und deswegen hat es leider nicht hingehauen. Aber ich setze ja wie üblich darauf, dass nächstes Jahr ganz sicher klappt, genauso wie bei Stefan. Das ist doch eine schöne Überleitung. Stefan? Ich habe meine Scareback-Einladung leider auch verstreichen lassen. Es war mir dann doch zu anstrengend, die ganze Chose irgendwie. 1200, 1300 Kilometer mit dem Auto für eine Richtung wäre genauso doof gewesen wie mit dem Flugzeug, weil auf der einen Seite kann ich mit dem Flugzeug wenig einkaufen, auf der anderen Seite möchte ich eigentlich gar nicht so lange im Auto sitzen.
Jo, das war's, Kerbeck aus der Ferne. Und abgesehen davon ist mein IT-Job derzeit sehr aufregend und sehr zeitintensiv. Und es gibt alle paar Tage unvorhergesehene Katastrophen, die es zu lösen gilt. Und ja, gestern beispielsweise war der File-Server weg. Ich sehe den Schommi schon schmunzeln. Sprich, der zentrale Ablageort für die Dateien meines Unternehmens war dann einfach mal nicht erreichbar. Aber nee, dann wieder nach Stunden. Kleine Idiotenfrage, die liegen doch nicht nur an einem Ort wahrscheinlich. Natürlich sind die redundant, aber die Frage ist natürlich, was ist denn Redundanz bei einem File-Server? Da könnten wir jetzt technisch drüber reden. Aber jedenfalls, du kannst über mehrere Standorte verteilt keine Riesendatenmengen immer sekundensynchron halten. Also okay. Das würde dir ein großes Maß an Sicherheit für eine nicht vorhandene Performance bringen. Ja, ja, du kannst auch davon ausgehen, wenn du Leuten erzählst, nehmt doch den anderen, dass 80% der Leute vollkommen überfordert sind. Und sogar wenn du deine Netzlaufwerke alle eingebunden hast und wenn alles da ist und sogar in der Cloud bist und du theoretisch über OneDrive zugreifen kannst, das funktioniert nicht. Ich habe meinen File-Server, da ist alles drauf, der muss funktionieren. Ja. Ich habe so eine kleine externe Festplatte mit einem Terabyte, die ist passwortgeschützt mit USB, die liegt hier neben mir. Möchtest du die, Stefan, mal ausleihen, oder? Möchtest du drüber reden? Ich hoffe, du hast auch ein Passwort oder einen Cyber-Security-Zettel in der Nähe liegen. Ich hoffe viel eher, dass du noch eine hast, irgendwo ganz anders. Sonst hast du ja auch nur eine Sicherung neben dir. Es ist tatsächlich als Lehrer gar nicht so einfach mit Datenschutz, weil man darf natürlich keine personenbezogenen Daten an seinem heimischen Arbeitsplatz ungesichert verarbeiten. Und deswegen ist es tatsächlich, habe ich mir da eine, also auf absolut low level, mit eigenem Geld und eigenem Know-how habe ich mir hier so ein kleines sicheres System gebaut, was natürlich allen entsprechenden Verordnungen Genüge tut. Da bin ich wirklich sehr genau. Und aber es sind halt keine großen Datenmengen. Und um das Festplattenthema abzuschließen, damit du deine 1 Terabyte Festplatte dafür hernehmen kannst, bei uns ging es gestern um ungefähr 35 Petabyte. Das sind also 35.000 von deinen Festplatten. Für wie viele Mitarbeiter? Derzeit unter 400. Okay. Aber Forschungsunternehmen, also wir generieren Daten ohne Ende. Also mein Terabyte ist auch bei weitem nicht genutzt, ne? Also da ist noch Platz. Aber haben es besser als brauchen. So, Stefan, gibt es sonst noch was anderes aus deinem Leben? Was Cooles haben wir auch gemacht. Wir haben tatsächlich einen, ich war mit meinen Kindern im Wald und wir haben ursprünglich vorgehabt, hier das Wasser ein bisschen aufzustauen. Und wie man es so kennt von den Internet-Memes, da steht dann oft dabei, things escalated quickly. Das ist uns auch passiert. Wir haben dann Werkzeug geholt und haben dann da einen massiven Damm mit Brücke und allem drum und dran gebaut. Ich würde mal davon ausgehen, irgendwie an die 1,5 bis 2 Tonnen Steine. Irgendwie 7, 8, 9, 10 Kubikmeter Wasser dahinter aufgebaut. Und wir waren heute wieder dort nach 3, 4 Tagen. Mittlerweile ist tatsächlich das meiste wieder weggespült. Es gab da einen Starkregen, der da durchgerauscht ist. Aber das hat uns das ganze Wochenende gekostet. Es hat aber Riesenspaß gemacht. Klingt gut. Robert, hast du auch irgendeinen Fluss in der Nähe deines Wohnortes vielleicht manipuliert oder fließt da rein noch? Also ich war vorhin da, er fließt noch und bis ich den gestaut habe, dauert es, glaube ich, ein bisschen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ansonsten hole ich mir nochmal Expertentipps von Stefan. sehr gute Überleitung, Lembo. Ja. Was war hier so los? Ich weiß gar nicht, wann wir genau das letzte Mal aufgenommen haben. Ich war live und in Farbe in Skerbeck, so viel vorweg.
War wieder sehr, sehr lustig. Ich habe ja ein Jahr ausgesetzt. Ja, viele coole Leute kennengelernt und wiedergesehen. Also hat echt Spaß gemacht. Und ansonsten, ja, ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Gerade geht es wieder am Job voll los, weil bei uns das neue Geschäftsjahr jetzt im Oktober angefangen hat. Die Ideen ticken da irgendwie anders. Also ich weiß nicht, wie das bei euch in der Firma ist. Eigentlich ist es ja immer ein Kalenderjahr. Bei uns fängt es zum 1. Oktober immer an. Und ja, sonst war ich gestern auf einer sehr coolen Halloween-Party. Wir hatten ja heute hier Feiertag. Und ja, ansonsten, jetzt ist er weg. Also ich dachte schon, ups. Meint ihr, Robert redet noch? Oder? Ja, ja, also er versucht. Sein Gesicht sieht nicht uninteressant unamüsant aus. Absolut. Ideale Screenshots-Zeit. Aber ich glaube, das gehört dazu, dass irgendeiner immer schlechte Technik irgendwie hat. Also ich hoffe ja, dass ich jetzt nicht mehr in Zukunft schuld daran bin. Aber ja, Robert ist nicht aufzuhalten. Ja, es ist. Und da waren jetzt nur noch 5. Eieieiei. Er ist doch noch da, er hat sich ja nur gemutet. War wohl sehr, sehr aufbrausend, die Halloween-Party gestern. Absolut. Die war. Oder vielleicht war das schon so ein technischer, so ein Beep, also so ein automatisches Schweinskram-Ausblend-Verfahren. Kann sein. Schweinskram-Ausblend-Verfahren. Hört ihr mich noch oder wollt ihr noch weiter lästern? Wir hören dich wieder. Wir hören dich wieder. Willkommen. Also es hätte einen super Screenshot gegeben, Robert, ja, aber wir haben nicht so schnell reagiert. Du warst auf einer Party. Ich war auf einer Party, aber es war kein Beep für irgendwelchen Schweinskram. Okay. Ja, also wenn Lars das hört, der hat schon wieder ganz komische Fantasien wahrscheinlich. ansonsten wollte ich eigentlich nur, ihr saßt ja letzte Woche zusammen in Badowick, Lembo. Mhm. Und Lars hat von seinen Handwerkern erzählt und ich musste ihm direkt eine Audio schicken, als er von dem Radiosender erzählt hat, wie er den denn nicht kennen könnte. Also ich oute mich hiermit als Radio-Bollerwagen-Fan. Und das Lied, was er dazu raufgepackt hat, das hätte ich wahrscheinlich auch raufgepackt, wenn ich vor Ort gewesen wäre. Deswegen, wenn ich ihn besuche, werde ich da auch irgendwas in die Kategorie reinpacken. Genau, liebe Grüße Lars an dieser Stelle. Ja, er war ja eben kurz da, hat nach dem Rechten gesehen, als es dann aber aufs harte Arbeiten ging, ist er auf einmal wieder verschwunden. Ja, Schweinerei, aber so kennt man ihn. Ja, wir hoffen einfach mal, dass er an ganz großen, wichtigen Projekten arbeitet, die uns alle irgendwann zum Vorteil gereichen. Ja, oder er hört Radio Bollerwagen, das kann natürlich auch sein. Oder so. Ja, dann Robert, dann würde ich an der Stelle kurz mich reinklinken. Ich war tatsächlich letzte Woche bei Lars, beziehungsweise in Badowick, beziehungsweise bei Badobrick und kurz vorher noch 2 Nächte an der Ostsee. Wir Hessen haben ja nur eine Woche Herbstferien. Dafür haben wir dann 3 Wochen Osterferien. Und diese Woche ist natürlich wahnsinnig schnell verflogen. Ich wollte eigentlich arbeiten und korrigieren und so weiter, habe dann aber nach der Hälfte gesagt, nee, ich muss hier dann doch mal raus irgendwie. Hat sich so ganz gut rangieren lassen und war total nett, einfach mal wieder so 2 Tage am Meer die Seele baumeln lassen, die Wind um die Nase gehabt und dann, wie gesagt, Lars und Arne und Thomas besucht, zusammen Podcast aufgenommen und dann war ich bei Lars ja noch dankenswerterweise bis Sonntag zu Gast und einfach war eine tolle Zeit und hat ja viele nette Gespräche auch außerhalb von Lego und Lüneburg natürlich auch immer ein Besuch wert. Und ich kann an der Stelle erzählen, Lars hat das neue FIFA. Und wir haben ja einmal zusammen live FIFA gespielt. Einmal habe ich 1-0 gewonnen, einmal hat er 1-0 gewonnen. Das war FIFA 17, weil das mein letztes FIFA ist. Also so lange sind meine Skills tatsächlich her. Und das erste Spiel, Dortmund gegen Hamburg, habe ich tatsächlich auch auf der PS5 mit dem neuen FIFA gegen ihn gewonnen. Er hat dann so lange weiterspielen müssen, bis er dann noch 2-mal gewonnen hat, damit er wieder unterm Strich vor mir ist, aber das möchte ich an der Stelle natürlich nicht unerwähnt lassen. Genau, ansonsten ist bei mir viel Schule, viele Zusatztermine gerade und nichts wahnsinnig
Besonderes. Wie gesagt, ich habe mir das Mikro jetzt hier mal ein vernünftiges Mikro gekauft. Ich hoffe, dass es seine entsprechenden Früchte trägt. Und ansonsten, ich habe jetzt mal wieder angefangen, einfach mal so einen Kriminalroman zu lesen. Das tut halt richtig gut, weil ich lese ja so viel Wissenschaftliches oder Schulisches oder so oder halt einfach Hefte von Schülern. Deswegen habe ich jetzt einfach mal angefangen, wieder so einen Krimi zu lesen. Es tut mir mega gut, einfach mal so ein bisschen in andere Gedankenkreise zu kommen, die vielleicht nicht ganz so hochtrabend sind. Genau, das zu meiner Geschichte außerhalb von Lego. So, dann, Kevin, machst du weiter? Ja, gerne. Ich meine, das war eine schöne Überleitung, weil du beim Lars gewesen bist. Da haben wir, wie jetzt schon jeder gesagt hat, lange eben nicht aufgenommen. Ich war auch in Lüneburg und ich war auch in Bardowick, in Bardowick, so muss man es ja richtig sagen. Und habe den Lars und den Arne in meinem Laden besucht, habe mich da ein bisschen umgeschaut, haben mal ein bisschen Hallo gesagt. Endlich mal den Arne auch live getroffen. Ich finde seine Frisur super. Ich stehe drauf. Mega. Beide Mega. Daumen hoch, Arne. Klasse Frisur. Und wir hatten auch einen Haarlängen-Live-Contest im Laden. Da war noch ein anderer Besucher da, der sich da mit der Haarlänge eben brüskiert hat. Fand ich super. Ja, und dann, man muss dazu sagen, es sieht live noch viel krasser aus als auf den Bildern. Oh ja. Vor allem, wenn der Schnauze frisch geschnitten ist. Super. Ich bin ein richtiger Fan von Arnes Frisur. Nicht, dass ich gerade dieselbe hätte und der Ben auch gerade daran arbeitet. Aber so ein bisschen Haupthaar ist schon sehr sexy. Was ist noch passiert? Ich bin in die Gaming-Tiefen abgestiegen. Also ich habe mir das neue FC 24, also früher hieß es FIFA, auch gekauft. Ich spiele jeden Tag 2 bis 4 Stunden. Also es ist eine wahre Sucht, was mich auch dazu gebracht hat, wieder ein Gaming-Magazin zu abonnieren. Gleich ein ganzes Jahr abonniert. Man macht sich ja sonst nichts. Und ich war natürlich auch im Urlaub gewesen. Vor 2 Wochen war ich im Achensee in Österreich gewesen, habe mich da in ein Hotel einquartiert und habe mir da eine Woche lang den Bauch vollgehauen und ja, sonst nichts gemacht. War mir auch schön gewesen. Im Sommerurlaub, wo ich eben nicht mit bei war, wo es eben nicht geklappt hat für Skerbeck, weil ich eben kurz vorher eben an der Ostsee war, habe ich aufgrund des guten Wetters schöne Städte angeschaut, die da oben sind. Also neben Lüneburg, da Wismar und Rostock und schlag mich tot, was da oben alles ist. Ist echt wunderschön da oben. Wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich da öfter hinfahren tatsächlich, aber es ist schon, ich meine, 10 Stunden Fahrt muss man von uns aus auch einrechnen, weil die Straßen, das ist einfach ein Graus, ist das. Ja, und was ist sonst so passiert? Eigentlich nicht viel, außer dass gestern Halloween war, Süßigkeiten abgreifen. Heute haben wir Halloween-Kekse gebacken mit Lebensmittelfarbe, schön noch ein bisschen verziert danach auch mit Zuckerstiftchen, was man eben alles so Schönes macht. An der Stelle ganz kurz zu Halloween. Ich habe so ein Kommerz-Overload irgendwie gehabt. Ich finde das so schräg. Ich meine, Halloween ist ja ursprünglich eine irische Tradition, die dann mit den Auswanderern nach Amerika geschwappt ist, die dann groß geworden ist und jetzt wieder zurückgeschwappt ist. Ich finde das so schräg. Im September werden die Weihnachtssüßigkeiten in die Läden gepackt. Dann steht der ganze Oktober unter dem Motto Halloween. Und es gibt aber nebenbei schon auch wieder, also ich bin gestern durch die Stadt hier gelaufen und das ist ja eigentlich der Halloween-Tag. Aber eigentlich ist es ja Reformationstag. Ja, aber bin ja nicht protestantisch, habe auch keine Verträge mit Halloween, aber ich bin durch die Stadt gelaufen und die Schaufenster sind alle so mit Kürbissen geschmückt und so und ich denke mir so, okay, wenn dann an dem Tag. Und die Stadt Bad Homburg hat gestern tatsächlich komplett die Weihnachtsdeko in der Fußgängerzone hochgeflackt. Also es hängen schon LED-Bäumchen und Lichterketten und so weiter. Und heute wurde tatsächlich der Weihnachtsbaum aufgestellt. Ich meine, heute ist Allerheiligen, ja, es ist zwar kein Feiertag in Hessen, aber ich finde, aller Heiligen, aller Seelen hätte man zumindest noch mal abwarten können. Also ich bin gerade so ein bisschen Jahreszeiten und Kultur, Event, feiertagstechnisch irgendwie so ein bisschen angepisst und finde, früher hat man so gesagt, die Feste müssen gefeiert werden, wie sie fallen. Und jetzt wird immer alles gefeiert und ach, es nervt mich, wollte ich nur mal sagen. Ja, okay, Ben. Was treibst du so, wenn du dich nicht mit Lego beschäftigst? Oder was hast du in den letzten Wochen so Besonderes getrieben? Ja, sehr gute Frage. Aktuell gibt es außer Lego und Arbeit und meiner Freundin nicht so viel. Ich habe jetzt gerade, während ihr erzählt habt, wirklich überlegen müssen und mir ist nichts eingefallen. Aber Arbeit und Freundin, das sind ja schon mal Dinge, die nicht unbedingt was mit Lego zu tun haben. Ja, das ist richtig. Aber es ist halt, Arbeit ist Arbeit und ja, bin eigentlich in einer
ähnlichen Branche tätig wie du. Bin Ausbilder in einem Bildungszentrum für sanitären Heizungsbau. Also ich habe auch sehr viele Jugendliche um mich rum. Die fordern dann doch einiges. Deswegen, ja. Aber sonst, was habe ich die letzten Wochen gemacht? Nichts. Lego. Oder dann drehe ich die Frage um und frage, was würdest du jetzt machen, wenn du Zeit und Raum dafür hättest, außerhalb von Lego? Ehrlich gesagt, nichts anderes. Okay. Es macht mir gerade richtig Spaß. Deswegen heute im Legoland gewesen, am Samstag nach Friedrichshafen zur Breaking Bavaria und nö, außer schlafen, nichts. Mir macht es gerade einfach Spaß, deswegen, nee. Sorry, wenn ich dazu nicht viel beitragen kann. Nee, um Gottes Willen, also es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als jemanden mal zu hören, richtig, der sich einfach nicht beschwert und sagt, es läuft alles und es darf gern so weiterlaufen und ich will gar nichts ändern. Das ist ich finde, Neid ist kein schönes Wort, aber es ist ein sehr beneidenswerter Zustand, doch, kann man nicht anders sagen. Aktuell, ja, doch, ja. Cool, dann haben wir die erste Runde doch gut hinter uns gebracht. Dann würde ich sagen, gekauft, gebaut, verkauft. Vielleicht habt ihr da so eine kleine Highlight-Meldung, dass ihr irgendwas besonders Schönes irgendwie mit Lego diesbezüglich erlebt habt, gebaut habt. Oder vielleicht habt ihr ein schönes Schnäppchen geschlagen oder vielleicht habt ihr einen tollen Verkauf erzielt. Was gibt es da aus eurem Portfolio zu berichten? Ich fange einfach mal unverblümt an. Ich habe Bruchteile gebaut, das Set ist so gut. Also definitiv eines der besten Sets des Jahres. Bruchtal macht so viel Spaß. Und das, was nach Bruchtal kommt, das ist ja nochmal anspruchsvoll. Das könnte man mit dem Leben nach Lego verbinden. Find mal eine Kommode, wo das drauf passt, ja. Das Ding ist wirklich riesig groß. Gerade baue ich die Almhütte, den Liebherr habe ich mir angeschaut. Ich gucke mal rum und ich habe sowieso zu viel gekauft. Das Wikingerdorf, das Hokuspokushaus habe ich gekauft und zu Halloween aufgebaut. Das Lego Ideas Set Hokuspokus. Ich drehe mich gerade mal um. Ich habe einfach viel zu viel gerade gemacht und gekauft. Und ich bin von der schieren Qualität von Lego, was die 18-Plus-Abfertigung angeht, einfach total überwältigt. Also kommen wir nachher noch dazu, was da noch alles rauskommen wird. Die feuern wirklich aus allen Rohren, damit wir ordentlich unser Geld ausgeben. Mir macht es auch weiterhin Spaß, muss ich sagen. Man sieht ja hinter dir einen Tapeziertisch mit dem neuen Modular draufstehen. Ja. Sehr elegant, sehr eleganter Hintergrund. Okay, also Kevin, das war's schon aus der Kategorie. Das war's schon. Hört ihr mich noch? Wir hören dich sehr gut. Du bist aber in einem sehr zufriedenen Moment eingefroren optisch. Das ist schön. Mein Skype meldet gerade, oder unser geheimes Aufnahmetool meldet mir gerade ganz viele Fehler. Ich sollte das Programm neu starten. Wenn ihr mich noch hört, ist es schon okay. Aber ich habe tatsächlich wirklich viel gebaut und gekauft und ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gebaut habe. Da müsste ich mal eine Videohistorie durchgehen auf YouTube, was ich da gepostet habe. Aber es sind schon so viele Dinge mit bei, wo ich mich sehr gefreut habe. Auch ein paar kleine Sets. Und was auch ein Highlight war, war die Playtiv-Sets von Lidl. Die waren auch gar nicht so übel. Oh, das Video habe ich geguckt. Das war spannend. Die waren gar nicht so schlecht. Also da tut sich was. Für die Steine und den Preis, da muss man ein bisschen abwägen natürlich. Aber da war ich überrascht, als ich dann Konkurrenzprodukte von Lego daneben gestellt habe, von der Größe und vom Volumen. Aber war mal was anderes, definitiv. Jetzt habe ich dein Video nicht gesehen. Was gab es denn für Sets? Es gab das Pendant zu Lego City. Es gab eine Feuerwache, eine Polizeistation und eine Lidl-Filiale. Und dann gab es noch kleinere entsprechende Sets mit einem kleinen Gabelstapler, einem kleinen Feuerwehrauto, ein kleines Polizeiauto und. Und ich habe mir den Lastwagen geholt, so einen LKW, wo man Ware transportieren kann und eine Lidl-Filiale. Und die waren echt gut. Die Steinequalität ist überraschend gut gewesen. Ein, zwei Sachen waren nicht so toll, aber die Anleitung war echt gut und die Bauweise war toll. Also keine freistehenden Wände, die irgendwie gar nicht verbunden werden, dass irgendwas zusammenfällt, wie bei anderen Konkurrenzprodukten zum Beispiel. Ja, aber es war in Sachen Preis-Leistung echt top. Für Kinder zum Spielen kannst du da gar nicht meckern. Da ist es tippitoppi. Nur halt, das Ding ist halt viermal so groß wie der 60€ Lego City Supermarkt und kostet noch mal weniger. Das ist schon krass. Und war sehr schnell ausverkauft wohl. Okay, dann, was habt ihr sonst noch zu berichten?
Ich baue leider noch immer nicht, außer mit den Kids, die diversen Stadtaufbauten und Bauernhofaufbauten. Aber ja, war ja früher auch so, dass man mit den Dingen, die schon da waren, irgendwas gemacht hat. Und deshalb kommt dann nichts dazu. Für den Moment. Aber hast du was Größeres gekauft oder verkauft? Ja, natürlich geht ganze Zeit irgendwas rein und raus. Aber es ist immer noch um einiges weniger als im Vorjahr. Mhm. Also so wie ich im August schon gejammert hatte, kann ich das jetzt nahtlos fortführen. Das Weihnachtsgeschäft ist auch nicht, oder zumindest dieses Jahr noch nicht, angelaufen. Jo. Es gehen natürlich trotzdem große Dinge raus und es kommen auch wieder neue hinzu. Aber im Großen und Ganzen ist es für die ganze Branche, glaube ich, nicht ganz einfach, wenn man sich auch die Preise der Konkurrenz ansieht. Also, dass der Käufermarkt sich nochmal so krass Bahn schlägt. Also ich habe das Gefühl, wir haben momentan ein viel besseres Angebotsniveau als letztes Jahr zum Black Friday. Man kriegt ja momentan eigentlich schon fast jedes Set, das man haben will, 40% Rabatt. Mhm. Mediamarkt und Saturn haben mit 19% Aktionen rausgehauen, feuern aber kräftig weiter aus allen Rohren. Amazon hatte den Prime Day, feuert aber auch darüber hinaus täglich aus allen Rohren. Also ich ärgere mich momentan, dass ich nicht so viel Kapital frei habe, dass ich da jetzt einfach die Lager voll mache mit EOL-Sets. Ich habe hier und da ein bisschen aufgestockt. Ich habe noch mal so ein bisschen taktisch gedacht. Ich habe mir noch fünfmal, man kann ja nur fünf, dieses Star Wars Weihnachtsdiorama habe ich mir jetzt fünfmal geholt und so. Also so kleine Einkäufe habe ich schon gemacht oder die Sets, die ich interessiere. Ich habe heute diesen Disney-Zug, den habe ich nochmal für 23 Euro mitgenommen. Also auch so Kleckerkram kann ich mich nicht beschweren über die Einkaufspreise, aber irgendwie, es geht halt nicht viel raus und ich weiß auch nicht, wo das noch hinführt und wir kommen ja gleich noch zum Black Friday. Also ich bin gespannt, was da dieses Jahr noch passiert. Was ich noch gebaut habe oder ich bin dabei, etwas zu bauen und zwar mein Nachbar und ich bauen gerade in Teamarbeit den großen Technik-Bugatti. Der stand bei mir tatsächlich noch, den hatte ich geöffnet, aber ungebaut, mal gebraucht gekauft von jemandem, der den aufgerissen hat und dann doch keinen Bock mehr hatte. Und wir schnacken jetzt einfach ab und zu mal abends so eine Runde und bauen nebenbei ein bisschen Lego-Technik und auch mal eine nette Erfahrung, macht echt Spaß. Wie baut man das zu zweit? Ach, einfach immer so ein bisschen abwechselnd irgendwie. Der eine ist gerade mehr am Bauen, der andere ist mehr am Süßigkeiten essen und man unterhält sich gut dabei. Okay. Nee, macht Spaß. Süßigkeiten essen. So. Ja. Ja, ich meine, du kannst ja immer Tüte für Tüte kannst du wechseln. Ja. Ja, oder ich meine, die Tüten sind ja schon recht umfangreich bei so einem Set. Also man wechselt sich da einfach so ein bisschen ab, wenn mal irgendwie gerade jetzt hier die Getriebeeinheit fertig ist, dann geht man wieder weiter und ja. Ich habe ihn mal den 16-Zylinder habe ich ihn mal zusammenbauen lassen, weil da hatte ich jetzt nicht so Lust drauf, diese ganzen blöden Kolbendinger da zusammenzustecken. Aber ja, ist schon toll. So ein großes Technikset macht eigentlich immer Spaß. Ich mache das echt gerne. Ja, ansonsten. Stefan, bitte. Wie weit seid ihr schon gekommen? Ich glaube, wir haben vier oder fünf Tüten. Also, ja, der Unterboden sieht schon recht, recht gut aus. Ja, ist nach wie vor eine coole Verpackung. Also, es ist schon ein Erlebnis, das Ding im Originalkarton zu öffnen. Ja, weil das ja auch die innenliegenden Kartons ja auch sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite halt ein Bild ergeben und so. Echt, echt schön. Und der ist halt noch nicht so. Der ist halt noch nicht so total vermurkst wie der Ferrari-Karton. Und selbst der Sian-Karton ist ja mit dieser Polsterung auch überdimensioniert lang. Und der Bugatti ist einfach so ein richtig dicker Klotz in der verhältnismäßig guten Proportion.
Ja, wie sieht es bei den anderen aus? Gekauft, gebaut, verkauft? Ja, ich mache mal weiter. Also, wenn ich schon nicht zum Podcasten kam, ich bin aber wenigstens dazu gekommen, Dinge zu kaufen. Ich habe aber auch im Wesentlichen eigentlich immer geguckt, welche Angebote gerade verfügbar sind und dann eben die Sammlung komplettiert, also die Harry Potter Sets aus der aktuellen Wave alle gekauft, ein paar Ninjago Sets und zwei größere Sachen. Ich musste kurzfristig Amazon-Punkte loswerden und habe dann die in Bruchtal investiert. Das war ganz gut und Smith Toys hatte den Hulkbuster ganz gut rabattiert. Dann habe ich mir den noch zugelegt. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was, da reden wir nachher noch drüber, was dieses Jahr an Black Friday an Angeboten kommt, weil ich gehe davon aus, und das haben wir ja gerade schon besprochen, der Markt ist aktuell wirklich krass, also viele Sets über 40%, das hatten wir letztes Jahr Black Friday und das Jahr davor auch nicht. Und bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ich habe jetzt auch das eine oder andere Set mal ausgelassen und spekuliere, dass da vielleicht bis 50% an Black Friday geht. Genau, und zum Bauen leider keine Zeit, aber ich fange jetzt demnächst wieder an, das Weihnachtsdorf aufzubauen. Und bei der Gelegenheit baue ich dann immer eins oder zwei Sets mit auf, die ich danach recht gekauft habe, weil ich ja immer versetzt die Weihnachtssets einkaufe. Also Almhütte frühestens nächstes Jahr. Apropos, heute gab es die Main Street bei Toys for Fun für 69,99 inklusive Versand und inklusive einem Weihnachts-Schneemann-Poly-Bag. Bisher Bestpreis. Also sehr guter Preis. Gibt's die noch? Oh, weiß ich nicht. Heute Morgen hatte ich den Ticker und dann habe ich tatsächlich direkt zugeschlagen, weil ich kaufe mir auch immer das Set von letztem Jahr. Ich habe aber noch keins gebaut. Also die habe ich tatsächlich einfach so seit dem weihnachtlichen Zug habe ich alle einmal, oder weihnachtlicher Bahnhof, ich glaube weihnachtlicher Bahnhof, dann kam weihnachtlicher Zug, dann kam die Feuerwehr. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Also die letzten habe ich alle einmal, aber noch keins gebaut. Ja, also das Angebot gibt es noch, ich sehe es gerade. Gilt noch 2 Stunden 28, reicht nicht für alle, die den Podcast hören. Aber mit dem Set habe ich gefremdelt, das ist so die Weihnachts-Sesamstraße. Mal gucken, ob das noch. Aber ich finde, für 69,99 kommt es vor deine Haustür, Toys for Fun, verpackt auch echt gut, meiner Meinung nach. Und du hast doch ein Polybag dabei, also ich glaube. Ja, Verpackung ist immer ein Thema. Ja. Thomas ist dabei, grüß dich. Thomas, hi. Hi, Thomas. Hi. Na, was habe ich verpasst? Vieles. Aber wir sind noch in der gekauft, gebaut, verkauft Runde. Und ich glaube, Robert und Ben sind uns noch ihre Erfahrungen schuldig. Und dann darfst du dich, Thomas, auch gerne einreihen. Richtig. Ich habe die Tage mal überlegt, wann ich das letzte Mal überhaupt ein Set gebaut habe. Ist lange her, glaube ich. Wie Kevin gesagt hat, ich mock aktuell eher, aber so gut wie Kevin behauptet hat, bin ich jetzt auch nicht. Und da hole ich halt eher Einzelteile jetzt heute erst in der Legoland-Fabrik für irgendwo 300 Euro nur graue Steine gekauft. Ja. Genau. Verrätst du schon, was aus den grauen Steinen wird? Ja, es wird eine Burg. Mal wieder. Also ich habe in Skerbeck so eine kleine mittelalterliche Landschaft dabei gehabt und die Burg jetzt wird um einiges größer, wenn ich das Hauptgebäude, was jetzt schon fast fertig ist, mir mal anschaue, dann ja, wird das ein riesiger Brocken. Ich weiß noch nicht, wo ich das hinstellen soll, wo ich den Platz dafür habe, aber irgendwas wird sich schon ausgehen. Klingt spannend. Also wir wollen natürlich dann auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, du kannst ja mal die, okay, also die Zuhörerinnen und Zuhörer verpassen gerade ein sehr, sehr massives und doch filigranes Burgbauwerk. Cool. Ich habe halt den Anspruch für mich, also ihr wart nicht in Skerbeck. Wer das, den Mock vom Arne gesehen hat, sah absolut genial aus, von vorne. man konnte da ja auch ganz schön hinten hinschauen und
sieht super aus, aber ich habe für mich halt einfach den Anspruch, dass es da auch ein bisschen bespielbar sein soll und innen ein bisschen ausgebaut und so. Und da kann ich dann leider nicht so bauen, wie Arne baut. Das funktioniert nicht. Ja, Arnes Schokoladenseite ist momentan ja eher hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja. Ach ja. Ja, cool. Aber bist du, Ben, nebenbei auch so ein bisschen, also verfolgst du die Setpreise? Ist das so dein Metier oder? Ich verfolge die Setpreise schon ein bisschen, aber eben nur bei Sets, die mich wirklich auch interessieren zum Bauen. Ich habe zwar im Keller einiges, auch was ich zum Verkaufen gekauft habe, aber irgendwie wird das nichts. Entweder scheue ich mich davor, das zu verkaufen, weil ich denke, eigentlich könnte ich vielleicht noch ausschlachten oder selber nochmal bauen. Oder es sind einfach Sets, die noch zu günstig auf dem Markt verfügbar sind. Okay. Danke dir. Dann fehlt ja, in der Runde noch Robert, ne? Oder? Robert? Ja. Ja, wenn ich wieder da bin oder noch da bin, dann gekauft habe ich, glaube ich, gar nicht so viel. Ich war auch ehrlich gesagt so ein bisschen erschlagen von dieser Angebotsflut in den letzten Tagen. Und dazu noch wenig Zeit. Das hat nicht so gut zusammengepasst. Ich gebe aber große Stücke in den Black Friday. Mal gucken, was da so kommt. Da spekulieren wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen. Ja. Und ansonsten habe ich heute fertig gebaut am Feiertag. Die Disney-Kamera habe ich mir mal geholt. Die war ja letztens recht günstig bei Amazon. Minifiguren brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Gerade Dumbo und Bambi dazu. Aber ist echt ein schönes Set, hat echt Spaß gemacht. Habe ich heute hier nebenbei auf dem Sofa oder am Sofa zusammengebaut und ja, hat Spaß gemacht. Fällt mir gut. Aber ich musste auch an dich denken, Lembo. Ich musste sie nämlich einmal reklamieren, weil irgendeiner bei Amazon ein kaputtes Set in einen Heilkarton, der hier ankam, eingepackt hat. Deswegen hatte ich sie kurzzeitig zweimal hier für mich. Aber ja, da, also bei defekten Paketen muss, glaube ich, jeder von uns zwangsläufig an Lembo denken. Ja. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ich da das eine oder andere Mal doch ein obskures Pech gehabt habe. Aber ja, ich, wie gesagt, manche Verkaufsstellen habe ich einfach schon komplett gestrichen, weil ich da keine Lust mehr drauf habe. Amazon hat halt einfach zu gute Preise oftmals, um das jetzt irgendwie da aus... Ich habe es hier liegen. Um das jetzt aus Prinzipiengründen dann wegzulassen, aber andere habe ich schon gänzlich ausgeklammert. Ja, cool. Die Kamera ist natürlich schick. Also und auch die Minifiguren sind schick und werden wir mit Sicherheit die ein oder andere nochmal wiedersehen beim großen Wettbewerb. Kann ja Thomas am Ende nochmal kurz die Werbetrommel dann auch rühren. Okay, Robert, war es das bei dir, oder? Ich bin fertig. Fix und fertig. Okay, dann Thomas, ich steige da mal direkt mit einer konkreten Frage ein, denn wir wissen ja seit gestern oder vorgestern, dass das Modular schon früher kommt als erwartet und das wird wahrscheinlich deinen Ankaufs- und Verkaufsrhythmus etwas stören. Ja, komplett, weil ich ja noch das Project Zero laufen habe und ich fest davon ausgegangen bin, dass wir das Modular erst zum 1.1. sehen. Jetzt muss ich natürlich schnell irgendwie Geld generieren. Und habe heute 3 Helme verkauft. Von diesen Star Wars Helmen, 3 Stück. Und insbesondere der TIE Fighter Pilotenhelm, der hat ein gutes Sümmchen gebracht. So dass ich mir jetzt doch. Also mein Plan ist, wir werden ja nachher noch über, du sagtest ja schon Black Friday, VIP-Wochenende und so weiter. Und wenn ich recht in der Annahme gehe, dass die doppelten Insider-Punkte auch für Vorbestellung gelten, wäre das natürlich ein guter Zeitpunkt, um das Modular zu bestellen. Aber warum? Das ist so grob der Plan. Warum? Also ich meine, bis Januar zu warten, das wäre ja auch der Termin, den du eigentlich im Kopf hattest, wäre jetzt keine Option. Es wäre grundsätzlich schon eine Option, nur ich gehe davon aus, dass man das lange Zeit nicht mit Rabatten bekommen wird. Das war bei den letzten Modulars ja immer ein Problem.
Und dann sind doppelte Insider-Punkte natürlich. Und ich, es wird ja auch einige GBPs geben jetzt in diesem Monat noch. Also ich glaube, viel attraktiver wird es nicht. Aber du hattest ja schon mal Pech gehabt mit diesem Modular-GWP. Das wird ja noch nicht im Dezember dazukommen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Also stand jetzt nicht, aber wir haben ja schon Bilder davon und so geil finde ich es nicht. Mhm. Ich fand auch den Umzugswagen nicht so richtig geil. Also ich weiß nicht, viele haben den abgefeiert. Ich finde den so mäßig. Ich finde, der ist eigentlich ein bisschen groß geraten. Schon wenn man den vor das Modular stellt, dann sieht man nicht mehr viel vom Modular. Aber das ist so... Ja, und das ist ja auch nochmal wiedergekommen, davon abgesehen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn es dann dieser kleine Imbisswagen da wird, den wir jetzt schon auf den Lifestyle-Bildern gesehen haben, dabei, guck mal, Kevin hat das schon, sehe ich gerade. Bei Kevin steht ja schon im Hintergrund. Ne? Der hat das ja schon. Mensch, Kevin, wie hast du das gemacht? Ja, was die moderne Technik alles ermöglicht, ne? Wahnsinn. Ich bin ja fast wie Ben. Ich baue ja meine eigenen Mods und ich habe einfach drei Geisterhäuser gekauft und auf den olivgrünen Steinen das Modular zusammengepriemelt, ne? Ja, aber das stimmt, das ist die gleiche Farbe. Oder Pariser Restaurant, das wäre ein bisschen teuer geworden. Ja, mein Gott, was spielt Geld für eine Rolle bei uns hier, ne? Ja, also wenn es dann dieses kleine Wägelchen da wird, dann bin ich mir sehr sicher, dass man das auf dem Zweitmarkt auch unter 30 Euro kriegen kann. Ja, aber stimmt. Der schaut aus wie ein Volkswagen, wie ein T2, T3, ne? Also hat ganz krasse Ähnlichkeiten an so einem Volkswagen. Aber ich mache mir da jetzt gar keinen Stress. Also ich mache das jetzt nicht von diesem einen GWP da abhängig. Ich denke, die Sachen, die jetzt angekündigt sind für jetzt Black Friday, VIP-Wochenende und so, plus doppelt Insider-Punkte, ist schon ein guter Deal. Ja, ganz genauso werde ich es aber auch handhaben. Das ist perfekt. Und sogar wenn das Wägelchen dann rauskommt, wenn man es unbedingt haben muss, es ist ja bestimmt so, dass Lego uns im Januar und Februar mit neuen Sets bewirft, wo wir dann eben Geld ausgeben können, um das dazu zu kriegen im Zweifel. So ist es nicht. Da ist ja auch schon so einiges angekündigt. Also insofern mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also das steht natürlich noch auf meiner Liste und dann habe ich, also ich möchte, das gibt es ja seit heute, ich möchte noch die kleine Piranha-Pflanze haben. Mhm. Die finde ich süß, aber die gibt es ja auch schon mit Rabatten. Boah. Viel mehr ist bei mir gerade gar nicht. Gekauft habe ich auch. Ich habe diese Umzugswagen übrigens alle noch. Ja, ja. Also ich habe 14 Stück davon. Ja, ich sehe auch bei Lars im Laden stehen die auch und ich glaube auch, das ist jetzt nicht so super begehrt. Oder die haben einfach sehr, sehr viel davon produziert. Ich war ein bisschen überrascht, dass das kleine Steamboat so schnell raus war. Da war ich ein bisschen überrascht. Na, du hattest ja, Lambo, du hast ja gesagt, das große liegt wie Blei. Das will keiner haben. Ja. Das kleine war irgendwie nach ein paar Tagen schon weg. Aber vielleicht ja auch, weil da was über Disney noch lief, ne? Weiß man ja nicht so genau. Ja. Ben, was wolltest du gerade sagen? Wir haben dich, glaube ich, unterbrochen. Ich wollte unterbrechen. Nee, ich glaube eher, dass die von dem Umzugswagen recht viele produziert haben, weil so unbeliebt war der jetzt, glaube ich, auch nicht. Da gab es ja mehrfach dazu, auch mit Gutscheincodes. Ja, eben. Ja, genau. Das war das halt, was den Markt so überflutet hat, mehr oder weniger. Ja, was Lembe vorhin sagte, der Millennium Falcon Weihnachtsdiorama, das, was nur 3 Monate am Markt ist, was es jetzt eben im September, glaube ich, das erste Mal gab und Ende des Jahres sogar schon End of Life ist, dieses kleine Diorama mit Chewbacca im Falken, wo ja das maximal bestellbare Begrenzungslimit 5 ist und ich gucke gerade den Shop, immer noch bestellbar. Entweder haben sie das so viel rausgeprügelt oder es interessiert keinen. Also ich habe mir auch eins gekauft, es steht im Wohnzimmer. Eins habe ich auch, das werde ich auch noch bauen. Ich finde auch, dass es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ja, es ist total eine gute Alternative auch zum Adventskalender, finde ich. Der ist teurer und bietet in meinen Augen weniger. Allein die Torso von Finn und von der anderen ist super. Ja. Von der anderen. Die anderen. Stefan, darf ich fragen, für wie viel bietest du denn den Umzugswagen an bei dir und kriegst ihn nicht verkauft? Stand jetzt gerade ist der auf 32. Plus Versand oder inklusive? Plus Versand, also auf Bricklink. Okay, also ich hatte 2 Stück und mein Herz hing nicht dran. Ich habe beide innerhalb von einer relativ kurzen Zeit tatsächlich, also ich hatte sie für 29,99 drin, inklusive Versand und es ging nicht. Und dann habe ich sie auf 27,99 inklusive Versand gesetzt und dann gingen beide relativ schnell weg. Mhm. Aber ist natürlich klar, ist halt immer die Frage, ne? Wenn man die liegen haben, will man jetzt warten und Angebotsgebühr hin und her. Also ich habe dann gesagt, komm,
für 27,99 minus eBay-Gebühr, minus Versand, dann habe ich ein 20 und gut ist. Hättest du es 25 gesagt, hätten wir sogar eine Überleitung zum ersten großen Thema gehabt. Nee, wir müssen erst noch über Black Friday reden. Aber das ist ja sowieso schon die ganze Zeit Thema. Dann, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird mal wieder eine Möglichkeit geben, sich zumindest in der Theorie mit uns zu messen. Denn wir veranstalten wieder unser Spektakel, natürlich begleitet von viel dummem Geschwätz, Säbelrasseln und Macho-Allüren, Größenwahn-Fantasien und was weiß ich nicht was. Denn es ist mal wieder Zeit für Projekt 1000. Kurz die Geschichte des Projekt 1000 für diejenigen, die vielleicht noch nicht alle Folgen nachgehört haben oder ganz neu dabei sind. Wir haben im Jahr 2020 eine Challenge im August gemacht, 1000 Euro zu verbraten. Damals hat der Schommi das Ding gewonnen. Mit vielen Ninjago und natürlich ganz viel Sachkenntnis und wenig Glück, muss man dazu sagen. Es war ein verdienter Sieg. Und im Jahr darauf haben wir gesagt, wir gehen auf Black Friday. Ist vielleicht ein bisschen spannender von der Saisonalität her. Da hat der gute Stefan das Ding gewonnen. Und zwar mit dem großen Schachzug bei einem österreichischen Händler vor Ort tatsächlich einfach so ein halbes Lager wegzukaufen. Und letztes Jahr haben wir auch wieder gespielt zum Black Friday. Und da wissen wir noch nicht, wer gewonnen hat. Das wird nämlich in der nächsten Let's Talk About Sets Folge ausgewertet bzw. präsentiert. Der Jonathan hat das dankenswerterweise ja immer in seinen Fittichen. Das heißt, dieses Jahr am Black Friday werden wir dann überprüfen, wie unsere Portfolios von letztem Jahr performt haben. Und ich darf nochmal daran erinnern, der Lars hat in seinem absoluten Größenwahn ein Technik Ferrari Daytona in den Pott geworfen, obwohl wir uns eigentlich darauf geeinigt hatten, ein 20-Euro-Set reinzuwerfen. Er war so sicher, dass er gewinnt, dass er das Riesending reingeknallt hat. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, als wir sein Portfolio gesehen haben, war klar, dass er den rausrücken muss dieses Jahr. Möchtest du nochmal Lars seine Platzierungen aus den letzten Jahren geschichtlich erwähnen hier? Also für Lars war es eigentlich schon ein Sieg, wenn er nicht Letzter geworden ist, oder? Ja. Ja, er hat ja dieses Jahr wieder eine Chance, denn wir spielen wieder. Und zwar würde ich einfach mal ganz kurz die Spielregeln erklären, dass jemand, der vielleicht jetzt zu Hause Lust hat, zu sagen, hey, da werfe ich mal meinen Hut in den Ring. Also wie gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer können leider nicht bei uns jetzt im Team intern Wettbewerb mitmachen, aber natürlich geht es ja um die Ehre und es darf natürlich auch jeder dann nachher sein Portfolio gerne posten und vielleicht, ja, sehe die eine oder andere Überraschung dabei. Natürlich auch gerne die letztes Jahr mitgemacht haben, dürfen dann auch gerne bei der nächsten Folge fleißig mitkommentieren. Ich würde einmal ganz kurz die Bedingungen präsentieren, beziehungsweise ich fange erstmal mit dem Zeitraum an. Wir machen das so, dass wir starten am VIP-Wochenende, was ja jetzt Insiders-Wochenende heißt. Und dort werden wir also vom 18.11. 0 Uhr morgens bis Ende des Cyber Mondays, also am 27.11. um 23.59 Uhr, werden wir den Aktionszeitraum haben. Und wir werden jeder ein virtuelles Budget von 1.000 Euro zur Verfügung haben. Die Versandkosten werden wir grundsätzlich nicht berücksichtigen. Es gelten die realen Preise des Einkaufs, und zwar geht es ausschließlich um Online-Einkauf. Das heißt, lokale Geschäfte vor Ort können nicht berücksichtigt werden. Wir werden keine Payback-Systeme, wir werden keinen Cashback, wir werden keine VIP-Punkte berücksichtigen. Es geht rein um die Internetverkaufspreise. Wenn wir ein GWP dabei abstauben, wird es mit 0 Euro Einkauf eingebucht, aber auch nur, wenn es eben bei der Bestellung noch verfügbar war. Wir haben uns limitiert. Jedes Set darf maximal dreimal ins Portfolio wandern und es dürfen insgesamt maximal 15 verschiedene Sets ins Portfolio wandern. Liegt natürlich auch daran, dass der liebe Jonathan das irgendwie auswerten muss und wir da jetzt nicht mit irgendwelchen kleinen Set-Produkten irgendwie da 50 verschiedene Positionen aufmachen wollen. Es darf nie mehr gekauft werden, als bei dem jeweiligen Händler real online möglich wäre. Das heißt, wenn es jetzt eine Limitierung beispielsweise bei Amazon gibt, dass man nur eins pro Kunde kaufen darf, dann darf man sich auch nur eins von diesem Set
reinlegen. Wenn man jetzt aber dann am nächsten Tag dasselbe Set nochmal bei einem anderen Händler sieht und man da zwei kaufen kann, dann kann man sich die noch dazulegen zu dem dann gültigen Preis. Genau, die Auswertung erfolgt dann letztendlich Ende November 2024. Und wir machen es wieder so, also auf der Grundlage der gemittelten Verkaufspreise bei eBay. Und wir würden alle, die jetzt intern mitmachen, wieder sagen, wir schmeißen ein 20-Euro-Set in den Pott und der Gewinner takes it all. Genau, das ist im Prinzip unter denselben Bedingungen wie letztes Jahr unser altbewährter Modus. Habt ihr dazu noch Fragen, hier die hier Anwesenden? Ich kann noch ergänzen, wir haben in dem Blog, also in dem Pod-Beitrag vom 16. November 2022, also vom letzten Projekt 1000, da gibt es in den Shownotes auch einen Link zum Formular. Ah ja, stimmt. Ein lieber Hörer, soweit ich mich erinnern kann, hat das für uns erstellt und wir haben es dann auch gleich genutzt. Super, genau. Das 16. ist November 2022 auf Spielerinneninvestor. Genau, Lars kann ja vielleicht den Link dann auch noch in die Shownotes packen. Guter genau. Hinweis. Ja, dann würde ich sagen, ich bin sehr gespannt, wie die Auswertung erfolgt. Wir werden, also kleiner Ausblick, wir werden uns dann dieses Jahr noch zweimal in der Konstellation treffen. Ich denke, dass wir Anfang Dezember eben die große Auswertung, Siegerehrung und Portfoliopräsentation machen. Und dann wird es, denke ich mal, auch noch zwischen den Jahren unsere ja mittlerweile schon klassisch etablierte Weihnachtsfeier online geben. Also es bleibt noch einiges ja vor uns, was auf was es sich zu freuen gilt. Aber Thema Black Friday. Wir haben jetzt ja, glaube ich, alle schon gesagt, es wird dieses Jahr knallen. Wir erwarten große Rabattschlachten. Aber die Frage ist natürlich, welche Sets vielleicht im Besonderen oder die Sets, die es jetzt schon gibt, werden die noch mal billiger? Auf was hofft ihr vielleicht? Was glaubt ihr? Was schätzt ihr? Was spekuliert ihr? Habt ihr vielleicht so den einen oder anderen Wunsch, dass ihr sagt, bei dem Preis schlage ich bei dem Set zu? Vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen in die Black Friday Kristallkugel gucken und ja, kann man ja nachher auch schauen, wer da vielleicht recht behalten hat oder ob vielleicht noch alles anders gekommen ist. Und ich sehe ganz brav eine Wortmeldung. Das mag ich ja sehr. Kevin, möchtest du mal loslegen mit deiner Spekulation? Ja, Spekulatius mag ich sehr gerne. Letztes Jahr haben wir ja gar nicht schlecht geschaut, als zum Black Friday dann eben Sets auf einmal rabattiert waren, die erst in dem Jahr rausgekommen waren. Zum Beispiel sowas wie der Tischkicker oder so, die einfach kurz nach Release gnadenlos mit 30% im Lego Online Shop rausgefeuert wurden. Und wo ich sage, wow, Lego hat so viele Sets im Angebot, wo sie das dieses Jahr wiederholen werden. Ich habe so die Ahnung, dass 2-3 Sets im Lego Online Shop wieder gelistet sein könnten. Und ich nehme einfach mal unverblümt die 40634 in den Mund. Jetzt wird jeder die Stirn runzeln. Was ist 40634? Das ist Icons of Play, das Set zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Das habe ich jetzt kürzlich erst wieder im Legoland gesehen. Steht da ganz prominent rum. Das kostet Schweinegeld und irgendwie die Kartons, die haben mehr Staub da drauf als bei mir auf dem Fernsehregal ganz oben dran. Also das ist wirklich famos. Da denke ich mal, das kostet 100 Euro. Ja, boah. Und das ist halt nichts. Ne? Dann kann ich mir noch vorstellen, dass ein weiteres Set, die 10788, schnell mal mit 30% rabattiert werden kann. Lego springt da sofort gerne mal auf Lizenzthemen auf, die gerade in voller Munde sind. Gabby's Dollhouse wird wahrscheinlich auch, das ist ein 4-Plus-Set, ist auch so ein Kandidat, wo man sagen, hey, das geht voll raus. Da wir aber auch letztes Jahr so Sets hatten, wie den Transformers, den Optimus Prime, denke ich aber auch, dass so Sets zum Beispiel wie der, was haben wir denn da noch, was habe ich noch rausgeschrieben? Genau, das Dynamite BTS-Disco-Set zum Beispiel, ja. Der Peugeot 9x8 Hypercar, von Lego Technik, den Liebherr-Kran könnte ich mir vorstellen. Alles Sets, die richtig gut laufen, könnte ich mir bei Lego und Black Friday zu ordentlichen Rabatten vorstellen. Und leider auch das Friends Downtown Apartment und das City Apartment, die großen City- und Friends-Gebäude. Das sind so Sets, wo ich sage, das traue ich Lego zu, dass die im Black Friday im Sale kommen werden. Einfach alles, was nicht läuft. Ich habe genau jetzt, wo du es gesagt hast, erst mitbekommen, dass Gabby's Dollhouse ein Lizenzset ist. Gerne.
Das ist ja ein Geschwür. Aber hättest du nicht gerne ein Haus? Hättest du nicht gerne ein Haus aus Legostein, wo oben zwei lustige Katzenohren sind, innen drin Light Aqua Plateplatten und das sind lustige Katzen, die baden, die kochen, die essen, die rutschen. Das wünscht sich doch jeder. Das sind 4+, das ist voll die Marke wohl. Aber was ist das denn? Ist das eine Fernsehsendung? Ja. Oh Gott, bin ich froh, dass ich nur Jungs habe zu Hause. Ja, ich nehme an, die wollten auf den Hype. Mädchen, Stefan, was sich in eine Puppe verwandelt und lustige Abenteuer in ihrem Haus erlebt mit ihrer Katze. Da weißt du mehr als wir alle zusammen. Nee, ich nehme an, Lego wollte auf den Hype-Train aufspringen, weil Pokémon haben sie damals nicht gemacht, hat sich jemand anders gesichert. Und eine andere Lizenz hat sich jemand anders gesichert. Da wollen sie mal ganz vorne mit bei sein, mit was, wo Kinder voll lieben. Aber anscheinend, naja, hätten sie Paw Patrol Lego rausgebracht damals, aber ja. Die Lizenz hat jemand anderes. Sag ich ja. Die wollten mal richtig am Puls der Zeit sein, was haben, wo es richtig gut läuft bei so einem Spielzeug. Gabby's Dollhouse, das wird voll abgehen. Oder sowas wie Encanto oder sowas wie Vajat. Naja, egal. Aber Kevin, jetzt hast du ja gesagt, was du glaubst. Was wünschst du dir denn? Oh, was ich mir wünsche. Für dich? Ich habe mir tatsächlich viele, viele Sets ausgemalt, wo ich sage, wenn die im Rabatt sind, kaufe ich sie mir. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die jetzt kommen, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, nochmal Bruchteil für 30% nehme ich sofort. Oder wenn sie sagen, ja, Kevin, guck mal, die Modulargebäude, die kriegst du auch nochmal zu 30%, nimm mal mit. Und es gibt GWPs dazu, dann, ja, nehme ich. Aber ich habe wirklich gerade keinen speziellen Wunsch, wo ich sage, dieses Set müsste ich jetzt unbedingt haben. Ich habe ja schon im Vorgespräch oder jetzt gesagt, bei gekauft, gebaut, dass ich eh schon so viel Zeug gekauft habe. Ich bin fast wunschlos glücklich. Das Einzige, was ich natürlich jetzt gerne hätte, wären die Sets, die nächstes Jahr kommen. Oder der Avengers Tower. Aber ja, dazu wird es leider nicht kommen. Ja, wer weiß. Also, vielleicht haut Lego auch die Black Panther Büste jetzt als GWP einfach raus, um die Lagerfläche freizukriegen. Das ist echt das dämlichste Kackset. Musst du halt nur die Versandkosten zahlen. Naja, und was auch noch sein kann, ist, dass sie Chewbacca rabattieren. Das Black Panther wäre ja auch so eine Vermutung von mir gewesen, nachdem ich den heute auch erst wieder in der Legoland im Schnäppchenzelt rabattiert gesehen habe, dass die das nochmal versuchen, den irgendwie loszuwerden. Aber mit 30% Rabatt hat es ja schon nicht gefruchtet. Also ja, nee, müssen sie 50 nehmen oder was auch immer. Aber ich glaube, 50 wäre so ein Eingeständnis, versagt zu haben. Also ich glaube, ja, über 50 wird Lego nicht gehen. Also die werden aber dann bei 40. Aber das hatten sie doch letztes Jahr schon. Das Verständnis, wir haben Versagt-Mentalität, halt beim Tischkicker schon angefangen, der nur 2-3 Monate auf dem Markt war und sofort mit 30% kam. Das war ja schon quasi dieses Eingeständnis, da haben wir es verkackt mit dem Set, weil es keiner kauft. Keiner, ich kenne da einige, die das gekauft haben. Und ja, zwar, ich kenne auch einen, liebe Grüße. Aber und zwar mit Stolz zur UVP. Ja toll, aber nur weil rote Minifiguren drin sind, dass er den ersten FC Nürnberg danach spielen kann. Und dann läuft glaube ich einiges schief. Also. Also ich könnte mir an der Stelle auch noch vorstellen, aus der Kategorie der Black Panther Büste, die 75371, nämlich der große baubare Chewbacca. Wie habt ihr es bezeichnet? Das Kackwurst. Das Reddish Brown Battle Pack. Dafür ist es super. Für Bricklink und Candler das Reddish Brown Outpart Set. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ sich verkauft. Ich könnte mir sogar, wenn wir mal wieder zu Marvel zurückgehen, das Captain America Schild gut vorstellen. Meinst du nicht? Das ist, glaube ich, nicht drin. Thors Hammer war ja auch nicht im Rabatt gewesen. Ich denke einfach, ja, die sitzen das aus. Die Frage von mir wäre eher, glaubt ihr, sie rabattieren Set oder glaubt ihr, sie verkaufen wieder für 100 Insider-Punkte Rabatte auf Sets? Weil das ist eigentlich ein total cooles Konzept, wie ich finde. Da kannst du dir überlegen, ob du das machen willst. Die werden ein paar Punkte los. Und ich hätte ja total gerne einen Rabatt auf die Burg oder wo ist denn jetzt mein Browser? Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Also da hoffe ich auch drauf, aber
Ja, warte mal ab. Ja, also tatsächlich, die Burg der Löwenritter rabattieren wäre ganz cool. Ich meine, Sie haben das letzte Mal, was haben Sie rabattiert? Den Harry Potter Zug, Sie haben den Rollercoaster rabattiert. Das neue Auto, der Camaro, ja. Genau, und dann ein paar Autos und dann wurde es halt immer Prime. So ein bisschen kleiner. Ja. So, und wenn Sie jetzt dieses Mal, sagen wir mal, die Löwenritter nehmen, ich würde mir ja einen Rabatt auf die Niagara City Markets wünschen. Ja. Aber da rechne ich natürlich nicht mit. Und ein Rabatt auf den Avengers Tower wäre natürlich geil. Ja. Aber rechne ich jetzt auch wenige mit. Und dass sie Gringotts rabattieren, glaube ich nicht. Genauso wenig wie ein Disney-Schloss oder so. Also bleiben eigentlich nur so Sachen wie die Löwenritterburg, wenn du so große Sets rabattieren willst. Und da bin ich mal gespannt. Also jetzt momentan so mein Favorit. Löwenritterburg 30%. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt hatte im Podcast oder ob ich das nur euch in der Gruppe erzählt hatte. Ich war ja im Sommer in Italien, in Florenz im Lego-Store. Und da hatten sie so eine Aktion, kauf zwei Sets zu einem neuen Preis. Also quasi zwei, so eine Kombination aus zwei Sets, die irgendwie ähnlich gelagert waren oder irgendwie in irgendeinen Sinnzusammenhang gestellt worden sind, die dann halt gemeinsam rabattiert waren. Und da gab es das Angebot, die Löwenritterburg und den Galaxy Explorer, die ja beide, sag ich mal, mit dem klassischen Kartondesign aufwarten. Das war wahrscheinlich dann so ein bisschen die thematische Gemeinsamkeit. Beide Sets zusammen für 400. Man könnte jetzt im Prinzip sagen, es ist ein Rabatt von x Prozent. Man könnte auch sagen, kauf die Löwenritterburg und du kriegst den Galaxy Explorer geschenkt. Ja, so könnte man es ja auch im Prinzip formulieren. War jetzt für mich nicht praktikabel genug, das aus Italien dann auf der Rücksitzbank angeschnallt, irgendwie eingequetscht damit herzutransportieren. Aber das wäre vielleicht so ein kleiner Ausblick, dass da was geht. Was ich persönlich hoffe, also es ist wirklich schweineteuer und es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Mit 40% hätte ich gern das Kolosseum. Ich hab's geahnt. Ich bin einfach so ein Italien-Fan und es ist natürlich nicht schön zu bauen, aber es ist einfach ein Koloss und irgendwie finde ich es geil und ich habe auch keinen Platz, ich würde das hier auch nicht hinstellen, aber irgendwie finde ich, will ich das haben, ich möchte es besitzen, weil es wahrscheinlich so schnell nicht mehr wiederkommt. Also es ist nicht so wie der Eiffelturm oder das Taj Mahal, ich glaube nicht, dass das Kolosseum nochmal neu aufgelegt wird und deswegen wird es das erste und letzte gewesen sein und bei 30% sind wir bei 385 Euro, das fände ich noch nicht geil genug. Bei 40% Rabatt wären wir immer noch bei 330, was für mich auch schon hart wäre. Also 330, finde ich, wäre für mich das Äußerste. Ja, also wenn ich dann noch doppelte VIP-Punkte kriege, würde ich sagen, okay, fein, sind wir bei 300. Aber ich glaube nicht, ich glaube tatsächlich, dass es rabattiert sein wird, aber ich glaube, 20% mehr werden sie nicht machen. Davon gehe ich auch aus. Also 40% würde ich in keinster Weise erwarten, auf kein Set von Ihnen. Weil sie sich damit generell ja schwer tun. Also auch wenn sie normal Sale machen oder so, 30% ist ganz oft so das Maximum. Deswegen würde ich nicht mehr erwarten. Aber mal gucken. Ja, also vielleicht geht das ein oder andere Set. Ich glaube, die Löwenritter kriegst du die bei Smith Toys? Nee. Es gab mal so einen 30-Euro-Gutschein bei Lego. Das war, glaube ich, das Äußerste der Gefühle. Ja. Also ich glaube, du kriegst wieder so 100 Punkte, 100 Euro oder 100 Punkte, 150 Euro, sowas in der Richtung, könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie teuer das Set ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, da ist die Hürde zu groß. Ich glaube, das war nur so ein Testballon. Ich denke nicht, dass sie das nochmal machen. Aber ja, ich denke nicht, dass sie so ein Top-Set wie die Löwenritterburg da reinsetzen werden. Aber der Hogwarts Express war letztes Jahr ja auch sehr gut rabattiert. Absolut. Aber auch nicht so beliebt, glaube ich. Mhm. Naja, aber warum sollten Sie die Aktion nicht wiederholen? Ich meine, das ist, wenn ich an mein Verhalten zurückdenke, ich habe drei Gutscheine gekauft, einen eingelöst. Wenn man sich anguckt, also ich kenne ja den Stand der Insider-Punkte nicht, aber so eine Aktion ist natürlich immer ein gutes Mittel, den Kontostand der Insider-Punkte bei den Leuten zu reduzieren. Ja, wie viele Punkte waren das? Das waren doch bloß 100 Punkte, oder? Genau. Das war nicht aber viel. Ich meine, guck doch mal, wer gibt denn für irgendwas anderes Punkte aus? Ja. Also wenn ich gucke, wofür ich Punkte ausgegeben habe. Lars hat ein Poster bestellt. Ja, na klar, das ist ja auch okay. Ich hab auch einen signierten, keine Ahnung, Iron Man Druck noch irgendwo liegen. Aber der Punkt ist, die Prämien, die sie in letzter Zeit hatten, waren ja alle eher so mau. Diese ganzen Schaukelpferd-Dinger, die waren cool. Ja, dann hast du dir vielleicht alle vier geholt. Aber ansonsten ist es ja wirklich
da geht ja wirklich gar nichts, ehrlich gesagt. Also dieses. Die Frisbee hast du nicht? Nee. Oder die Kühltasche? Nee. Nee, auch kein Handtuch? Auch kein Handtuch. Mensch. Ich hab Decken. Ja? Decken sind cool, aber der Rest ist cool. Viele Poster. Ja? Also ich hätte noch eine Vermutung, welches Set es vielleicht treffen könnte. Ja. Und zwar die Betthöhle-Schaukasten, also diesen großen schwarzen Kasten von der Betthöhle. Ich könnte mir vorstellen, dass es den mit Rabatt gibt. Würde auch gut zu Black Friday passen. Oh, genau wie Black Panther. Ja. Weil ich glaube auch, dass das ein Set ist, was vielen einfach deutlich zu teuer ist, mit 400 Euro. Und wenn sie das mit 30% anbieten, könnte das interessant werden. Und mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass es auch dieses Hokuspokus-Haus treffen könnte. Ja, das wollte ich auch noch mitbringen, Thomas. Weil das in Deutschland, glaube ich, nicht besonders gut läuft. Das gab es heute auch spannend. Das gab es heute übrigens auch bei Toys for Fun für 160. Ja, darunter wird Lego auch nicht gehen. Aber 230 ist zu viel. Dafür, dass hier kaum einer den Film kennt. Ja, das ist ja auch ganz spannend. Ich meine, wenn man guckt, was bei uns so rabattiert ist, ich war ja, weil ich nicht in Scareback war, war ich drüben in den USA und war in so einem kleinen Lego-Laden und fand ganz spannend, wie da die Preisunterschiede sind. Bei denen gehen Sets relativ günstig, manche zumindest. Dafür aber gebrauchte Sets dann teilweise relativ teuer, aus welchem Grund auch immer, aber Figuren dann wieder deutlich günstiger, zum Beispiel bei uns. Und da schmeißen sie die Rabatte ja aus den Ketten mit 60%, 70%, 80% hinterher. Ich hätte ja gar nichts dagegen, wenn wir sowas auch mal hätten. Also Hokus Pokus ist natürlich auch so ein Kandidat, wo gesagt, das ist bei uns sehr unbeliebt, aber da das eben ein Ideaset ist, ist es sowieso im freien Handel und kriegt gute Preise. Ob Lego selber das rabattieren wird, weiß ich nicht. Dann, ich denke eher, dass es so ein BTS Dynamite werden würde, wenn schon. Das sind so die typischen Kandidaten. Was ist die UVP 230, glaube ich, oder? 229, ja. Ich finde das ein super Set jetzt nicht wegen der Lizenz, sondern allgemein so als Gebäude. Das ist schön. Ich habe es diese Woche gebaut. Es ist wie ein Modular. Teuer. Ja, es ist wie ein Modular. Teuer. Es ist toll. Es ist groß. Es ist größer, als ich dachte, nach der Grundplatte. Die Minifiguren sind echt nett, muss man sagen. Die Lizenz ist mir quasi egal. Aber das Ding macht tatsächlich schon was her. Und gerade neben dem Geisterhaus steht es gerade so im Wohnzimmer aufgebaut für Halloween. Ist gar nicht so übel. Aber ich denke, die haben da andere Rohkrepierer. Ja, die 160 wär ein super Preis, die es da bei Toys for Fun oder was das war gegeben hat. Ja, schlag zu, ich habe eben hier den Dings gekauft, das Weihnachtsset. Also okay. wenn's das Angebot noch gibt. Glaubt ihr, dass die alten Modulars, es gehen ja drei Modulars, glaubt ihr, dass die nochmal rabattiert werden? Nee. Glaube ich nicht. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass der Daily Bugle rabattiert wird. Er hat eine Preiserhöhung erst hin, dass ich glaube, die Blöße werden sich nicht geben, dass sie nehmen, dass im Januar eine Preissteigerung erfahren hatte. Haben sie bei anderen auch? Ja, doch, jetzt können sie es ja rabattieren, wenn sie schon einen Preis hochgejagt haben. Ja. Also ich glaube, dass sie Preise erhöht haben, hindert sie nicht dran, Preise zu senken. Ja. Ich hätte noch den Pac-Man-Automaten ins Rennen geworfen. Der wäre vielleicht auch nochmal so ein Kandidat, diese Konsolen und sowas. Ja, oder die Paradiesvogelblume. Gibt's die eigentlich noch? Ja, da hoffe ich auch drauf, weil die wird, glaube ich, mal teuer. Weiß ich nicht. Doch, die Botanicals, sieht gut aus. Die Botanicals gehen so gut und die ist halt einfach zu teuer gewesen. Und die ist aber echt schön. Also, was heißt echt schön? Aber ich finde die, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so das unterschätzte Set in dieser sehr beliebten Reihe. Aber andere Sets in der Reihe haben halt ein viel, viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, ja, aber für 60 Euro gab es die mal bei Müller. Also das Problem, das ich mit den Botanicals habe, ist, dass es gibt einfach schon so viele davon. Also wirklich mittlerweile echt viele davon und du hast ja nicht unbegrenzt Platz. Und Vasen. Ich weiß nicht, ob es da sowas wie Komplettisten gibt, weiß ich nicht, aber also ich habe mittlerweile genug Blumen aus Lego hier. Ich brauche da nicht noch mehr von. Und nochmal ganz kurz zum Thema rabattierte Modulars. Sowohl die Buchhandlung als auch die Polizeistation kriegst du gerade mit 25% bei Alsa.
Und viel günstiger wirst du die nicht mehr kriegen im Moment, denke ich. Nee. Die Buchhandlung habe ich zweimal bei Galeria letztes Jahr am 6-Tage-Rennen oder so mitgenommen. Da gab es noch so einen Rabatt, der konnte man vor Ort noch verrechnen mit so einem ab 200-Euro-Rabatt oder was weiß ich nicht was. Da habe ich, glaube günstiger gab es das nie. Ja, aber Alsa lohnt sich generell gerade. Die haben ganz gute Rabatte auf alles, was groß ist. So, aber dann erstmal. Ich bin sehr verwundert, nachdem die dieses Mail ausgesandt hatten. Also, die stellen ja den Betrieb ein. Alsa? Okay. Hatte ich in den Chat gepostet und Lars hatte auch sein Mail bekommen. Die liefern ja nicht mehr nach Deutschland oder so, ne? War das nicht irgendwie so? Die hatten letztes Jahr am Black Friday die Hogwarts-Ikonen relativ günstig, die ja sonst nicht so oft rabattiert angeboten werden. Die haben ja, glaube ich, nur Smith-Toys hat die noch, ne? Mhm. Da sind die 20 Euro günstiger als bei Lego, aber das finde ich auch ein nicht uninteressantes Set. Ich finde auch, das ist halt leider nicht so für Black Friday sinnvoll, weil das werden sie nicht machen. Das Kevin-Haus, das haben sie aber 50 Euro erhöht. Das war ja vorher richtig gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber das werden sie natürlich nicht ein paar Wochen vor Weihnachten rabattieren, weil das so ein Weihnachtsset ist, so ein Adventskalender-Set. Aber das würde ich mir auch noch ein, zweimal weglegen, wenn ich die Chance hätte, da nochmal günstig ranzukommen. Was für ein Set? Das Home Alone McAllister Haus. Kevin. Ah, okay. Das ist, glaube ich, an das Disney-Schloss. Nee. Dass das Disney-Schloss vielleicht mit Rabatt geben könnte? Ich gucke gerade so die älteren Sets durch. Wir haben ja noch den Konzertflügel, wir haben immer noch das Baumhaus. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch was geht. Hier dieses Falling Tower, Schreckenshaus, das es da gab. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie davon vielleicht irgendwas nehmen, wenn sie davon noch einiges auf Lager haben. Vielleicht auch den Globus. Aber, oh ja, die Fender Stratocaster. Die gibt es auch noch. Die Weltkarte, die große, ja. Fragezeichen-Block von Mario. Die blöden Fußballstadien. Ja, die haben halt einfach zu viel Material produziert, finde ich. Die blöden Fußballstadien habe ich heute übrigens das letzte Old Trafford verkauft. Ach ja. Und vor einem Monat das letzte Camp Nou. Mhm. Ja, ich gucke gerade, mittelalterliche Schmiede, 134 Euro bei Alsa. So blöd sind die gar nicht. Und ich habe wegen Alsa Quatsch erzählt, es war extrem digital. Ja, sehr gut. Genau. Dann kaufe ich das jetzt. Aber habt ihr mal geguckt, ob es das Hokus Pokus immer noch für 160 gibt? Weil das wäre ja ein Kracherpreis. Warte. Hokus Pokus. Ja, 160 bei Toys for Fun. Also wer es will, sollte das jetzt kaufen, glaube ich. 30%. Das ist ein gutes Set. Das ist ein richtig gutes Set. Das gucke ich hier bei Brickmerch nach, dieser Plattform, auf der wir unser Projekt 1000 machen sollen. Schöne Grüße an Thomas an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Der übrigens auch mitmacht bei unserem Wettbewerb. Minifigur? Gerne. Ja, der ist doch Stammgast bei uns. Der ist immer mit dabei. Ich glaube, die Finnhütte könnte eventuell rabattiert werden. Das ist übrigens echt ein schönes Set. Ich habe das ja, Lars hat das ja mal angefangen zu bauen in einem Stream. Dann lag das da ein halbes Jahr bei ihm da im Hangar rum. Dann habe ich ihn so lange genervt, bis er gesagt hat, komm, nimm mit und bau das fertig. Und das ist ein schönes Set. Also hat mich wirklich überrascht, positiv. Ich hätte es mir nicht gekauft, aber das Bauen hat wirklich Spaß gemacht. Da sind wirklich schöne Details da drin. Stimmt, das haben die doch mal in so einem Livestream angefangen zu bauen und dann waren alle fertig, nur Lars nicht. Mhm. Wie immer so. So in der Art, genau. Ja, genau. Ja. Ich erinnere mich da an so eine Barracuda Bay Bausession. Ja, oder Boba Fett. Ja, beim Boba Fett hat er ja gemockt. Ja. Ach stimmt, das war dieses bunte Ding, ne? Ja. Na gut, wollen wir es so stehen lassen für Black Friday oder hat jemand noch eine spontane Eingebung? Dann würde ich sagen, gehen wir einen Schritt weiter und zwar wahrscheinlich das große Thema dieser Woche, die
das geleakte Bild von der neuen Minifiguren-Serie 25, also wieder eine nicht lizenzierte Lego-Minifiguren-Serie. Es wird 12 Stück geben. Wir gehen momentan davon aus, dass sie wieder im Pappkarton sind für 3,99. Und man sieht nicht alle Details, weil das so ein bisschen spiegelt. Aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Einblick, was da kommt. Lars und Chris haben vorgestern aufgenommen. Und ich habe es mir aber extra noch nicht angehört, weil ich erst sozusagen hier in der Runde mit euch drüber sprechen wollte. Insofern, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt oder... Ja, ich habe ja den Podcast angehört und sogar ein Video davor gemacht, direkt als es rauskam, am Montag oder Dienstag. Ich habe mir die schon genau angeschaut und ich lasse euch gerne mal reden. Okay. Also wir haben 12 Figuren und wir können es jetzt nicht irgendwie verlinken oder so, weil es einfach noch kein offizielles Foto ist. Aber ich glaube, jeder kann sich das ergoogeln oder über Instagram auf irgendwelchen Lego-Leaks-Seiten kann das, glaube ich, jeder mitverfolgen. Ja, dann bin ich gespannt. Vielleicht von jedem mal einen Gesamteindruck und die Highlight-Nennung, bitte. Dann springe ich als Neuer gleich ein. Für mich irgendwie die stärkste Serie seit langem, weil ich sehe da eigentlich nur ein, zwei schwache Figuren und das war's dann. Highlight, klar, ganz klar, keine Figur, sondern die Ziege. Mhm. Und wobei ich sagen muss, die Figur dabei, die sieht auch ziemlich spaßig aus. Der Ziegenhirte. Ja, ganz klar. Ja, schließe ich mich an. Das wird das Highlight sein. Ich finde auch, die Serie ist stärker als die Serie davor. Deutlich. Aber ich sehe, ehrlich gesagt, nicht ganz so viele Highlights. Es gibt ein paar nette Anspielungen, so mit diesem Red Herring und so, das ist ganz witzig. Das habe ich jetzt auch endlich verstanden, nachdem ich da am Montag ja so überrascht wurde von der Minifiguren-Serie. Und auch dieser Bad Lord, das ist ja quasi eine Neuauflage. Aber ich finde, da sind auch ein paar Figuren dabei, die, naja, finde ich nicht so stark, ehrlich gesagt. Also es ist so Licht und Schatten. Sollten wir sie ganz kurz mal beim Namen nennen, weil wir sprechen dann nur von der ein, zwei Figuren. Lass uns mal ganz kurz erzählen, was in den 12 Minifiguren wohl sein könnten. Ja, also die... Das können wir machen. Wir fangen mal bei der 1 an. Das ist ein Detektiv mit Lupe und rotem Fisch. Dann haben wir bei der 2 in Schwarz-Weiß, eine, ne? In Schwarz-Weiß. Nein. Dann die 2 ist eine recht bunte Gamerin mit Pokal. 3 ist ein Fledermaus-Lord, sehr ritterartig aufgebaut. Die 4 ist ein Paralympics-Sportler, also mit Beinprothesen. Beinprothesen und kleinem Siegespodest. Dann die 5 ist der angesprochene Ziegenhirte. Die 6 ist ein Pilzmännchen mit Pilzhut und Schmetterling. Die 7 ist eine Sportlerin mit einer Gewichtskugel und sieht für mich ein bisschen aus wie so eine Schlagsahnen-Spraydose, aber es ist wahrscheinlich nicht. Proteinshake wahrscheinlich. Ja. Oder sowas. Na, das ist ein krasses dieses, Sixpack, oder? Ja. Das ist dieses Vita, wie heißt das bei City? Vita Fit oder so, was die da als Red Bull-Ersatz haben. Okay. Dann haben wir die 8, ist ein Mensch im Tierkostüm, diesmal ein kleiner Triceratops. Dann haben wir die 9, ein Fantasiewesen mit lilanen Flügeln und so ein bisschen ja, halb Mensch, halb Tier. Da möchte ich eingrätschen, da habe ich gelernt, wir hatten ja den Centauri gehabt von ein paar Minifiguren-Serien und das könnte eine Harype sein, was eben dieselbe eine Harpie. Harpier. Ein Harpier. Und was dann die gleiche Kerbe sticht mit eben diesen Fantasie oder Figuren aus der Fabelwelt, ja. Mhm. Dann haben wir so ein bisschen... Vor allem sind die Beine interessant. Das sind halt die... Die Demogorgon-Beine. Demogorgon, ja. Also von den neueren Figuren Demogorgon, ja. Gremlins hatten sie, glaube ich. Mhm. Und also CMF, so fliegenden Affen. Der ja. Die auch, ja, und aus der CMF die Faune oder der Faune.
Jetzt kommt meine Lieblingsfigur. Die 10, ja, das ist in Anlehnung so ein bisschen an diesen Schiffskapitän, der so ein Schiff um sich herum gebaut hat, haben wir hier ein Klebekind. Ja, das kurze Beine sind. Was ist ein Klebekind? Sieht schon ein bisschen kleiner aus, oder? Das ist ein Klebekind. Ein Kind mit. Das ist ein Insider. Ah, mit der Brille. Ah, jetzt sehe ich das. Nee, der Patch auf dem Auge. Ja, ja, genau, deswegen. Krass. Ah, okay, habe ich gar nicht als solches. Also ein jemand mit einem Zug um sich herum, einer Lok um sich herum. Ja, dann haben zufällig wir das, grün. Der Junge heißt bestimmt Emerald. Ja, ja. dann haben wir eine, ist das, weiß nicht, ob das männlich oder weiblich sein soll, ein Krieger. Aber auch eine Frau. Mhm. Soll wohl eine Frau sein. Und die schreit bestimmt Schwert. Flug rum. Ich habe ja gedacht, das ist Conan, aber es ist wohl eine Frau. Das geht voll in die Welt, also das sieht aus wie das 1A. Und last but not least eine Hundefriseurin mit einem Langhaarhund. Ja. Ein afghanischer Windhund. Ja, auch ein neues Tier, neue Mold, ja. Und hier der Dampf, der aus der Lokomotive kommt, der ist doch bestimmt wieder unendlich teuer nachher. Ist das nicht das Teil, was die Ritter auf den Helmen drauf haben? Genau. Für mich sieht das wie eine weiße Feder aus. Gab es das noch nicht in weiß? Doch. Das weiß ich nicht, aber die Dinger sind ja normalerweise immer unendlich teuer, gerade wenn sie alt sind. Und da sind bestimmt zwei davon drin. Auf deinen Teile. Ja, stimmt. Wird wahrscheinlich die Ziege nicht schlagen, aber ich erinnere mich immer, das sind so mit die teuersten Dinger, weil die immer verloren gehen. Mhm. Was mich am meisten überrascht hat an der ganzen Serie war der Name, weil auf der Bestellliste im Lego-Shop hieß das Ding Classic Series. Mhm. Und ich habe diesmal aus Sicherheitsgründen deshalb weniger bestellt, weil ich keine Ahnung hatte, was da kommt. Ich wollte jetzt keine Neuauflage von 90er-Jahre-Figuren haben, die dann, keine Ahnung, Zug, Gleisarbeiter sind oder was auch immer. Und deshalb habe ich sie aus Sicherheitsgründen weniger genommen, hätten jetzt wohl wieder doch mehr sein dürfen. Ich habe bei der letzten Serie ziemlich daneben geschlagen oder ziemlich drüber geschlagen, es waren nämlich 2.500. Diesmal sind es 1.000, die ich bestellt habe. Aber das wird wohl hoffentlich passen. 1.000 Figuren oder 1.000 Boxen? 1.000 Figuren, also okay. Das sind dann 30 Boxen oder so, ja. Ich habe jetzt schon kurz gedacht, also weil du bist ja für große Aktionen bekannt und ich habe jetzt nur ganz kurz überlegt, wie groß das werden könnte. Das ist dann Minifig Madness, so heißen die. Den sehe ich manchmal auf Instagram zu. Die machen tatsächlich nichts anderes als Figuren in großen Stil hin und her zu schieben. Und da gibt es die dann palettenweise, die Collectible Series. Also was mich überrascht hat, ist, dass Lego hier die Chance ausgelassen hat, ein Jubiläum zu feiern. Mhm. Die feiern nur wirklich jedes Jubiläum. Also ich sag nur 40 Jahre Lego-Züge. Ja, da gab es ein Set zu. Aber die 25. Lego-Minifiguren-Serie, da hauen sie hier so random Minifiguren raus, die irgendwie gar keinen Zusammenhang haben. Vielleicht ist es ja ein Red Herring und es hat noch was zu bedeuten später. Meinst du? Nee, meine ich nicht. Aber ich also die feiern doch wirklich, keine Ahnung, weiß ich, 40 Jahre lang Rückkehr der Jedi-Ritter oder was weiß ich was, aber 25 Minifiguren-Serien, nischt. Zumal sich die wenigsten tatsächlich auch auf alte Sets beziehen. Also Basil the Bad Lord ist einer der wenigen tatsächlich. Und dann wird es ziemlich eng. Klar, der Ziegenhirte mit der Ziege, das ist natürlich die Reminiszenz, ist eines der meisten geforderten Tierteile, die es bei Lego bei den Arfols gibt. Ein, zwei Sachen führen sie fort, wie der Dino-Kostüm und die Sportler, was immer so obligatorisch sind. Und auch diese Anzüge oder Kostüme. Das ist sehr schön und nett, aber ja, man hat auch auf den Paukenschlag gehofft und dann weiß man ja schon mehr oder weniger den Projektnamen der nächsten Minifiguren-Serie mit Space. Da könnte was einschlagen, aber es wäre die 26. im Zweifel und dann ist da auch schon wieder rum. Ich vermisse da auch ein bisschen was. Nee, vielleicht ist ja so, dass auf den Plaketten, auf den schwarzen, wo sie draufstehen, 25 in Gold gedruckt steht, wer weiß. Ich finde die alle hübsch, ich finde die alle gut, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also ich finde tatsächlich, jetzt unabhängig von der Ziege, finde ich diesen Ziegenhirten ist die schönste Figur. In dieser
in dieser Serie. Das heißt, wenn man jetzt sieht, die Leute, die die Ziege haben wollen und dann die Qualität dieser Minifigur, wird das natürlich dann entsprechend das Must-Have-Piece sein. Der Detektiv finde ich nett, ist eine schöne Idee, aber der Rest ist, es ist alles nett anzuschauen, ist alles schön gemacht, sind überall nette Details. Deswegen würde ich schon sagen, es ist eine gute Serie, aber Ich finde es auch klasse, aber für mich ist das Teil der Serie, neben der Ziege, die Hose der Gamerin. Das sieht so nach Jogginghose aus. Ich feiere dieses Teil so. Ja, und außerdem kriegst du hier den Kopfhörer. Ja, aber es sieht einfach nett aus. Ein Faltenritter oben, Oberteil mit kurzärmlichen, bedruckten Armen. Auch nett. Und natürlich in die Reminiszenz an, oder was jetzt bald kommt, was dank Bricklink wieder neu aufgelegt wird, das Pilzhaus von Jonas Kramm. Die Figur Nummer 6 kann man ein Battlepack bauen. Aber ist diese Gaming-Tastatur, gab es die schon? Nein. Das ist neu, ne? Nicht in RGB-Beleuchtung, die Maus ebenfalls nicht. Ach, das soll eine Maus sein? Ja. Ah, okay. Aber auch da gab es ja einige Überraschungen in den letzten Wochen. Also Steine und Teile listet ja täglich hunderte neue Teile, kann man fast sagen. Und da kamen jetzt tatsächlich aus alten Collectibles-Serien plötzlich Einzelteile rein. Wo bislang immer klar war, okay, die sind unique in diesen Sets und that's it. Aber das ist jetzt wohl nicht mehr so. Und wenn ich mich nicht täusche, kam der Schmetterling so oder in leicht veränderter Form bei der Finnhütte vor, auch in dem gleichen Druck. Ja, auf jeden Fall bedruckte Schmetterlinge waren auch dabei, aber die waren, glaube ich, nicht schwarz. Warte mal, ich gehe mal kurz gucken. Also, aber was Stefan sagte, stell dir mal vor, das gibt in einem halben Jahr bei Steine und Teile die Ziege. Mhm. Ja, dann ist der Preis, der geht dann aber massiv runter, ne? Weiß man halt nicht. Das ist ein bisschen spekulieren jetzt, ne? So, der Schmetterling, den gab es tatsächlich, hat aber einen anderen Druck. Der ist schwarz. Mhm. Hat einen Druck, ist aber anders, weil der andere ist oben blau und gelb und der in der Finnhütte ist komplett blau, innen und eine gelbe Punkte an den Rändern. Naja, okay. Ja, und um ein Beispiel zu bringen von den Collectibles-Teilen auf Steinanteile, das Schild der Ritterin von vor zwei Serien kam vor zwei Wochen oder so. Oh. Also ja, muss man natürlich mögen, weil es sieht jetzt dann doch irgendwie speziell aus, aber ja, das sind schon überraschende Dinge, die hier passieren. Was kostet das? So viel wie die normalen Schilde oder also eins irgendwas? Eins irgendwas, ja, genau. Aber jetzt stell dir mal vor, was Chris auch sagte im Podcast, jetzt gibt's das noch in Günzburg, in der Schütte. Mhm. Ja, da droppt der Preis auf 40 Cent und weniger. So, ne, dann... Ja. Ich hoffe, die Ziegen kommen nach Günzburg. Ja, ja, genau. Natürlich, klar, sicher. Das wäre schön. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt auch schon 1,5 Stunden. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich würde sagen, lass uns noch über das Modular sprechen. Das ist doch, glaube ich, noch so ein recht breites Interesse auslösen. Und Thomas hat ja eben schon geäußert, dass er natürlich auch, weil er alle hat oder haben will, alle neuen, die kommen. Ja, also ich habe seit dem Pet Shop im Prinzip alle und dann habe ich ja, ist mir mal das Kaffee Corner vor die Füße gefallen. Hm. So, und die da so zwischenliegen, die habe ich nicht und da bin ich auch nicht traurig drum, weil die mittlerweile Preise erreicht haben, die absurd sind. Und die finde ich auch vom Detailgrad her, sind die neueren Sets einfach so viel besser, das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Ich finde, die sehen auch nebeneinander mittlerweile gar nicht mehr gut aus. Also wenn du so ein kleines Boutique-Hotel oder also jetzt ein aktuelleres Set neben, weiß ich nicht, neben den Green Grocer stellst oder so, das sieht schon irgendwie merkwürdig aus. In meinen Augen. Aber ich weiß, es gibt Komplettisten, die müssen alle haben und zähle ich aber nicht zu. Ich habe auch nicht unbegrenzt Platz, auch nicht unbegrenzt Geld, insofern freue ich mich über jedes, das jetzt kommt. Und ich werde auch dieses bauen. Aber ich finde es nicht schlimm. Also mir, weiß nicht, mir fehlen 4 oder 5 oder so fehlen mir. Keine Ahnung. Also wir bekommen ein Naturkundemuseum.
Und mich erinnert das hier in Frankfurt an das Senckenberg-Museum, ja eines der größten und eines der ja, vorreitendsten, nee, ein Vorreiter in diesem Gebiet. Und cooles Thema, ich finde schwach umgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das vorne mit den mit diesen Werbebannern irgendwie passt das nicht zur Front gestalten können. Ich finde den Dino zu klein. Ich finde, es bockt mich null. Ich finde, es ist zu teuer. Wie gesagt, Idee mag ich, Thema mag ich, aber nee. Nee, also da soll jetzt nicht als Kulturbanause gelten, ne, wenn ich jetzt sage, dass deiner fand ich geiler, aber nee, irgendwie holt mich null ab, das Ding. Als Invest sehe ich es auch bei 299, ehrlich gesagt, nur bedingt als sinnvoll. Da finde ich jetzt, würde ich mir lieber die Buchhandlung noch 10-mal weglegen, wenn ich könnte. Nee, ich finde auch, das Hotel ist besser. Jazz Club hat mich auch nicht überzeugt. Ich bin so ein bisschen mäh. Überschlagt euch jetzt auch nicht mit Begeisterung oder ich glaube, der Punkt ist, es war ja schon so viel im Vorwege bekannt. Also wir haben ja im Prinzip eine komplette Setbeschreibung schon gehabt, bevor die ersten Bilder da waren. Und wenn da hieß es halt, wir kriegen ein Museum mit 48 Noppen Breite und 32 Zentimeter also Noppen Tiefe. Das war ja alles soweit schon bekannt und man hat dann so eine Vorstellung. Und ich habe, weiß ich nicht, vielleicht den Fehler gemacht. Ich war in diesem Jahr in Berlin im Naturkundemuseum. Und da steht ja auch so ein Riesendinosaurier gleich im Eingangsbereich, im Foyer, so ein Brachiosaurus oder Brontosaurus oder frag mich nicht was. Das ist da halt so ein Centerpiece, ne? Also du kommst da rein und da ist ja dieses Riesenteil und du bist total beeindruckt. Und ich habe in meiner Vorstellung sah dieses oder habe ich halt dieses Modell irgendwie ähnlich erwartet und das ist es halt nun nicht. Also auch mir ist der Saurier ein bisschen zu klein. Er steht nicht in der Mitte, sondern im rechten Drittel des Museums, so ein bisschen am Rande geparkt sozusagen. Es fehlt mir auch ein bisschen der Glanz und ich finde auch nach wie vor ja, ein bisschen schwierig die Farbwahl. Also warum ist das Ding Oliv? Wäre wahrscheinlich meine fünfte oder sechste Wahl gewesen, wenn mich jemand gefragt hätte. Weiß ich nicht. Also in meinem Kopf war Museum irgendwie nicht olivfarben. Aber na gut. Davon abgesehen finde ich aber einige Bautechniken sehr nett. Und ja, ich hätte mir auch die Banner in Stoff gewünscht, nicht in diesem Plastik. Ja, weiß ich nicht. Also, Stoff können Sie ja mal beim Eldorado gesehen. Gebe ich dir voll recht. Ja, und ich glaube auch, es sind schöne Ideen drin. Ne? Ich mag diesen Fensterputzer total gerne. Das ist irgendwie eine nette Idee drin. Natürlich mit diesem Planetenmodell und diese ganzen Anspielungen auch auf diese anderen alten Lego-Reihen und so. Das finde ich schon alles sehr, sehr nett. Und wenn man sich dann dieses Bild anguckt, wo es zwischen den anderen Gebäuden steht, sieht man, dass es auch wirklich ein großes Gebäude ist. Zumindest in der Breite so. Aber es ist halt auch eine breite, olivfarbene Front so, ne? Ja. Ich finde es gut, aber nicht sehr gut. Ich finde es persönlich ziemlich gut. Also wir haben kein Eckgebäude, es geht über die ganzen 48 Noppen in der Breite. Und was mir positiv aufgefallen ist, wir haben auf der Rückseite nicht wie üblich 6 Noppen von der Baseplate frei, sondern bloß 3 Noppen. Also das Haus ist quasi 3 Noppen tiefer als normale Gebäude. Finde ich sehr schön. Das Oliv gehe ich mit dir mit. Das ist nicht die ideale Farbe für. Da hätte man andere Sachen nehmen können. Gerade eben, was so Sandsteingebäude anginge. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Die Banner stören mich tatsächlich auch am meisten. Das ist jetzt, dieses kenne ich ja auch von den Chinese New Year Sets, die verbiegen schnell, die blassen schnell aus. Das ist nicht so der Hit. Das mit dem Dino finde ich gar nicht so schlimm tatsächlich, weil der ja, klar, am Eingang ist die Kasse. Da musst du vorbei, da ist es drin, hätten wir vielleicht anders lösen können. Vielleicht ist es auch ein kleiner Langhals, also jeder, der in einem Land unserer Zeit geschaut hat, weiß, was ich meine. Vielleicht ist es ein kleiner Brachiosaurus, ein kleiner Diplodocus, so kann man sich das ja schönreden, das ist kein Thema. Ich finde es aber schön gemacht, dass das Stockwerk 2 Durchgänge hat, wo eben der Hals eben im 2. Stockwerk mit rausschaut. Und mir das größte Bemängelnswerte fand ich tatsächlich, dass die Exponate viel zu wenig sind. Also nicht nur, dass es generische Exponate sind, die eigentlich nicht wirklich viel mit Back to the Time zu tun haben, also dem einen Bereich,
mit dem einen oder zwei Dino-Eier, mit einem gebauten Kopf und so einem Trilobit an der Wand, mit einer Peitsche wohl gebaut. Das sieht toll aus. Und dann hast du oben noch dieses Planetenmodell und dann hast du noch eine Ausstellung mit Vulkan und Erdkern. Und es ist alles sehr generisch. Es passt alles so nicht zusammen, auch viel zu wenig. Da hätte ich mir mehr Tafeln oder Infos, Sachen gewünscht. Ja, aber ansonsten sieht es halt zwischen den anderen Gebäuden richtig gut aus. Und es ist halt flacher als die anderen Gebäude, weil es nur zwei Stockwerke hat. Dafür sind die Stockwerke aber höher als bei den anderen Gebäuden. Ich muss es mal auf mich wirken sehen, wenn es aufgebaut ist, holen werde ich es mir. Ja. Hundertprozentig überzeugt bin ich nicht von dem Set, wie du auch nicht. Aber ich denke mal schon, dass es besser ist, in meinen Augen tatsächlich, als die Buchhandlung. Boah, das ist schwierig. Also ich bin jetzt auch nicht mega begeistert von dem Set, weil ich mir ein Museum halt deutlich größer vorgestellt habe. Ich finde es toll, dass die Breite ausgenutzt ist und wenn du es in dem Bild siehst, neben dem Jazzclub und dem Boutique Hotel, dann passt es da schön rein. Aber ich finde ja, das muss auch alleine gut aussehen und alleine was hermachen. Und da bin ich tatsächlich enttäuscht. Da hätte ich es mir gerade auch, als es kostet 300 Euro, nochmal ordentlich Preis aufgeschlagen. Und ich hätte mir da auf jeden Fall noch eine Etage mehr gewünscht. Was natürlich auch zu bemängeln ist, der untere komplette Bereich ist ja gefliest und oben sind auf einmal überall Noppen. Das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Da hätten sie sich wirklich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, hätten sagen können, ja, dann fließen wir beide Stockwerke. Das fand ich auch ein bisschen schade tatsächlich. Ja gut, ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, aber ich habe mir doch deutlich mehr unter den ganzen Beschreibungen vorgestellt. Das ist ein bisschen, ja, wenig. Keine Ahnung, wie ich das besser beschreiben soll. Vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen mehr Prunk, andere Farbe. Ja. Sagt ihr, sagt ihr denn auch, also jetzt war es ja sehr geschmackslastig und erwartungslastig, aber ist es ein Invest? Ist es ein gutes Invest? Ich finde es auch schon so okay. Teuer. Ja. Die Frage ist ja, wo soll es denn dann hingehen? Also wenn du es jetzt um 300 kaufst, hast du dann jetzt viel Spaß dran, wenn du es um 350 wieder loskriegst? Also ich bin ja der Meinung, man sollte dann mindestens noch bis nächstes Jahr abwarten, was da für ein Modell rauskommt. Vielleicht ist es noch schlechter, dann könnte das im Preis steigen. Und ja, man weiß ja nie, was die Zukunft so bringt. Da haben wir schon viele Überraschungen erlebt, dass viele Serien abgeflacht sind. Andererseits ist es so, das Ding kommt jetzt im Dezember raus und nicht im Januar. Sie brechen die Tradition. Ich glaube, 2014 war das erste Modular-Building, das im Januar rauskam. Und darauf folgen die anderen auch. Sie wollen das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Sie wissen, dass sie das mitnehmen müssen, um den Umsatz eben und den Gewinn mitzunehmen. Und ich denke mal auch, dass es so eine, ja, schwierige Entscheidung ist, wenn das Ding jetzt Ende Dezember oder Ende 23 auf den Markt kommt. Das Ding ist dann 3 Jahre wieder am Markt. Ich sehe das schwer ein. Wir sehen es jetzt noch nicht wirklich, wie das 10255 abgeht oder auch nicht abgehen wird. Und dem würde ich es abhängig machen tatsächlich. Ja, ich meine, mittlerweile ist ja so, dass die Modulars, früher hast du, finde ich, größere Rabatte auf die Modulars bekommen, gerade wegen Galeria etc. Das Maximale, was du aktuell kriegst, ist 25%, glaube ich. Wenn du das Thema hier für 200 Euro irgendwo kaufen könntest und es dann irgendwann für 350 weggeht, dann glaube ich, hast du einen guten Deal gemacht. Aber klar, es gibt immer noch viele Leute, die Modulars sammeln, aber kaum jemand ist bereit, aus meiner Sicht mehr als, sagen wir mal, 400 Euro für so ein Ding auszugeben. Ja. Und deswegen das heißt, als Investment, oh, schwierig. Und deswegen, für mich ist eher gerade so die, also jetzt nachdem der Jazzclub mich nicht überzeugt hat und das Ding mich nicht überzeugt hat, ich glaube, das Boutique-Hotel und die Polizeistation sind dann das deutlich bessere Invest. Polizeistation, oh, das muss ich, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich bin ja so pingelig mit meinen Sets und Kartons und Versand und so weiter. Mir ist neulich einfach ein verschlossener, im perfekten Zustand eine Polizeistation einfach vom Regal gefallen. So, oh nein! Richtig, so richtig scheiße aus 1,50 Meter Höhe. Ja.
So ist das Leben. Ja, aber das Faszinierende bei den Modulars ist ja, dass jedes Jahr kommt so ein Ding raus. Jedes Jahr sagen alle, nee, gefällt mir nicht, finde ich irgendwie doof. So, und 5 Jahre später kostet das Ding Vermögen, weil keiner das gekauft hat oder weil... Ja, aber die Spirale geht nicht nach oben so weiter. Wenn das jetzt dauerhaft alles bei 200, 230 liegen würde, würde ich dir recht geben. Aber was kostet denn heute so ein Diner? Was kostet denn heute so ein Cinema Palace, so ein Kino, was so damals kein Mensch haben wollte? Was kosten die denn heute alle? VP für also, 150 und du hast es für 109 bekommen. Ja, aber es waren noch keine 4000 Teilsets. Darf man auch nicht vergessen. Dieses Museum, das hat so viele Steine wie damals 2 Modulargebäude. Aber ich glaube nicht, dass die Leute da so drauf gucken. Das muss man schon in Relation setzen, finde ich. Also die normalen Modulargebäude kosten ja auch keine 300 Euro. Das ist ja jetzt 1,5 mal so breit. Ja, aber das Diner, weiß ich nicht. Das hat doch spät dann noch viele Sympathisanten gefunden. Ja, spät, genauso. Aber es hatte halt, es war von Anfang an irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Und da gab es halt, also ich glaube, es hat halt so die Meinung geteilt, dass die Leute halt auch sagen, hör, das ist doof, das passt nicht. Oder manche haben gesagt, oh, wie cool, ist mal was anderes. Dieses Naturkundemuseum, das sieht nett aus neben der Buchhandlung und so weiter. Aber, boah, das spaltet jetzt, glaube ich, nicht die Gemüter. Du hast jetzt gerade das Boutique Hotel als guten Invest bezeichnet, aber war das beim Boutique Hotel nicht auch am Anfang so, dass alle gesagt haben, die scheiß Extrawurstfarbe da, das ist ja widerlich. Ja, und dann dieser komische Winkel, in dem das gebaut ist. Ja. Also waren auch nicht alle begeistert. Wisst ihr noch, bei den damaligen Modulars, als man den gekauft hat, da war da noch so ein, ganz hinten dran, war so eine Seite, kauft ihr 2 Modulars und macht ein großes draus. Könnte man bei dem Museum jetzt auch machen. Kauft ihr noch 1, dann hast du 4 Stockwerke Modular. Wäre ja auch gar nicht so schlecht vielleicht. Vielleicht fangen sie damit wieder an. Aber trotzdem, also nehmen wir an, ich gebe euch recht und sage, das ist so, wie ihr beschreibt. Dann müsste man ja sagen, werden die Sets immer schlechter und die Fangemeinde ist nicht bereit, das einzusehen und versucht dem entgegenzuwirken, indem sie es dann im Nachhinein immer sagt, ja, früher war alles besser. Und das überzeugt mich nicht. Vielleicht werden nicht die Sets schlechter, vielleicht werden die Erwartungen höher. Mhm. Ja, und wenn aber auch die Preise steigen und die Erwartungen steigen und die Detailverliebtheit und die Exklusivität aber nur sehr, sehr mäßig steigen, dann heißt das, dass die Serie schlechter wird. Ja, sie wird auf jeden Fall teurer. Was wird bei Lego nicht teurer? Also. Naja, aber die Fortress war wieder mal ein Beweis dafür, dass man da auch sehr gut wirtschaften kann. Aber die kosten noch mal 100 Euro mehr als das Museum. Die Fortress kostet 215. Achso, ich dachte, du meinst jetzt das Castle, das große Schloss. Nee, die Piraten-Fortress. Ach so, ja, aber das ist, ja. Also es gibt ja schon noch vereinzelt Sets, wo man sagt, geil, hätte man nicht erwartet. Das ist genauso wie das Kevin-Haus, bevor es erhöht wurde. Für 250, geil, besser als jedes Modular für 250. Wahnsinnig detailverliebt. Ich kann nach wie vor den Hype um dieses Kevin-Haus nicht nachvollziehen. Also so schön für alle, die das lieben, aber ich finde es weiterhin sehr nischig. Nee, das ist mega. Ich habe es beleuchtet, da ist ein 100-Euro-Light-Kit noch drin. Das Ding, erste Sahne. Das Ding ist der Hammer. Im Innenraum so detailliert, so geil zu bauen. Also wirklich ein wunderschönes Set. Und als Adventskalender. Trotzdem nischig. Nee. Aber schöner als jedes Modular. Ja. Für mich ist es halt ein Seasonal. Steht das ganze Jahr im Wohnzimmer, es ist einfach zu gut. Jetzt ohne Witz ist es immer Weihnachten. Das ganze Jahr, immer Weihnachten. Und ich bin der Grinch. Also ich finde es auch schön, aber das hat mich halt eben davon abgehalten, dass ich mir das nicht das ganze Jahr angucken will. Das ist der einzige Grund, warum ich es nicht habe. Sonst finde ich es eigentlich auch sehr gelungen. Also Leute, ihr habt mich gerade ziemlich heiß gemacht mit dieser Zwischeninfo, dass Saarbrücken gegen Bayern 2-1 führt. Ich wollte es gerade sagen, ich gucke nämlich nebenbei auch. Ich wollte es jetzt nicht in diesen Podcast tragen, aber... Ich wollte mich als Anti-Bayern-Fan. Läuft gerade die 97. Minute. Kann das also ich meine, Saarbrücken. Ja, ich meine, es ist immerhin eine Landeshauptstadt, aber... Du kannst dich schnell unbeliebt machen jetzt. So, an dieser Stelle. Alter, krass, in der 96. Minute noch ein Tor geschossen. Ja. Liebe Grüße gehen raus, Hans-Sven, wenn du es hörst, du weißt, wer gemeint ist. Herzlichen Glückwunsch. Schon vorbei? Nee. 99. Oh, das ist echt. Also,
Ach, ich habe ja als Dortmund-Fan wirklich dieses Jahr genug gelitten unter dem FC Bayern und allem, was dazugehört. Und Tuchel und Hoeneß und Kahn und Salihamidzic, der damals den Kehl kaputt getreten hat, abgesehen davon. Ich bin eigentlich jemand, auch im internationalen Geschäft halte ich immer für die Deutschen, weil ich sage, das ist affig, da so eine Rivalität auch über die Bundesliga-Grenzen hinaus aufrechtzuerhalten. Aber es gibt einfach nichts Schöneres, als wenn Bayern in der zweiten Runde im Pokal von einem, weiß ich nicht, Drittligisten in der letzten Minute es ist einfach, es ist einfach schön. Das war's. Aus. So, und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, oder? Auch besser kann es nicht mehr werden. Hat sehr viel Spaß gemacht heute mit euch. Ich muss jetzt sofort die Interviews. Ist noch nicht vorbei, Freunde. Doch, ist es. Ist durch. In meinem Stream ist vorbei. Hier spielen wir doch. Genau, bei Google wird noch gespielt. Also, Kicker hat Schlusspfiff. Wir können es gemeinsam machen. Ja, okay. Es ist nicht mehr gelb, es ist weiß, es ist vorbei. Halleluja. Auch wie schön. Ja, dann lassen wir es so stehen für heute. Also, herrlich. Ja, dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das heißt, der HSV ist weitergekommen im DFB-Pokal als Bayern München, richtig? Genau. Das ist genau. Ja, das ist richtig. Nächstes Mal ist vielleicht sogar dann der nur der HSV. HSV, ne? Und die Fortuna auch. Eieiei. Sehr schön. Schalke ist raus, Leipzig ist raus, Bayern ist raus. Da habe ich als Dortmund-Fan eigentlich ein ganz gutes Grundgefühl. So. Ja, das heißt nichts Gutes. Ja, und Nürnberg und Rostock spielen. Doch, Nürnberg kann auch noch rausfliegen, ne? Krass. Also ich würde sagen, wenn wir uns das nächste Mal hören, haben wir alle ein randvolles Portfolio und einen entweder fiktiv oder in echt sehr, sehr schmalen Geldbeutel. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was ihr so treibt über die Tage. Lasst uns vielleicht gerne auch mal, machen wir sowieso in unserem Kommunikationstool, das ist ja momentan wieder sehr belebt worden. Ich bedanke mich bei euch für die sehr, sehr nette und inspirierende Runde. Bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse, für die Geduld. Ich bin jetzt heute gar nicht groß irgendwie auf Kommentare oder so eingegangen. Ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, dann das nicht mehr anzusprechen und mal passiert mehr, mal passiert weniger. Ihr wisst, dass ihr kommentieren könnt. Wir freuen uns, aber wenn nicht, dann haben wir auch nicht viel weniger Spaß an der Sache. Deswegen alles fein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir sagen alle nochmal Tschüss ins Mikrofon. Tschüss. 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 Tschüss.